Letztes Mal bei den White Russians. Flummi! Was? Mach deinen Job. Warte. Jojo ist aus dem Knast gekommen. Wir hatten ein Treffen mit Proto. Ich glaube, die Reihenfolge ist falsch, aber das ist egal. Hatten wir überhaupt ein Treffen mit Proto? Ich dachte schon. Ich glaube auch nicht. Stimmt. Wir haben uns, glaube ich, eher mit dem anderen Dude... wir wollten uns mit dem anderen Dude treffen, oder? Haben wir uns mit dem Dude getroffen? Welchem Dude denn? Na, unserem Mitverbündeten. Mit dem wolltet ihr euch treffen, aber das spielen wir auch nicht aus. Aber das kommt jetzt die Tage, ja. Ansonsten gab es ein Gespräch zwischen dem Professor und Kaban bezüglich Kabans leicht erhöhtem Alkoholpegel. Ich kann jederzeit aufhören. Der Professor labert ja auch nur Scheiße. Ich meine, der hat dich ja auch an einem schlechten Abend erwischt. Wer kommt dann noch auf die Idee, dich am Abend nach einer Fete zu testen? Das ist doch völlig dumm. Das ist richtig. Dann hatte Polina noch mit Kaban gequatscht, weil sie irgendwie fragte, ob Jojo der Meinung ist, sie müsse irgendwie sich zum Captain machen. Zum Captain machen wollen, wie auch immer. Und ansonsten weiß ich nicht, was noch passiert ist. Ich glaube nichts. Tamamba hat Mist gebaut. Ach ja, genau. Tamamba hat Mist gebaut. Es war nicht Vlad. Nee, es war auf gar keinen Fall Vlad, genau. Tamamba hat Mist gebaut und dann mussten wir zu einem Bodyshop irgendwie, zu einem Evo-Bodyshop, glaube ich, war das. Und da hatten wir dann um die Sache zu klären und haben dann über die Matrix beziehungsweise über den Bildschirm mit einem Herren gesprochen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Typ. Und ja, genau. Das haben wir geklärt, erfolgreich. Ich. Sehr gut. Ich habe vergessen, wie der Name davon ist, aber bei Insulin gibt es doch so einen monatlichen Mittelwert-Superspiegel, ne? Hä? Irgend so einen Test, den du machst, wo du dann monatlich ungefähr das Mittel hast und... Das ist aber nicht Insulin, du meinst HbA1c. Das ist nicht, klar! Das ist der Blutzucker, meine ich, genau, da habe ich 1C. Und gibt es das eigentlich auch für Schnaps? Nö. Ja, natürlich gibt's da, es gibt eine Menge. Du kannst ja einfach Harpro und so ein Shit machen, ne? Naja, Moment, das ist nicht so einfach. Du kannst entweder sagen Haarprobe und dann auf Alkoholmarker. Das geht, du kannst die Haare auch sequenziell untersuchen und dann sagen, okay, monatlich quasi und dann so einen Überblick kriegen. Gut, dass ich Glätte trage. Gibt's Phosphatidylethanol, da ist der Wert sogar aussagekräftig, ist aber nur mehr oder weniger kurzer Marker. CDT, das ist ein Leberwert, also es gibt so bestimmte Leberwerte, wenn die erhöht sind, ist das schon ein Zeichen für auch einen längerfristigen, übermäßigen Alkoholkonsum. Aber leider muss man dazu nicht die Leber punktieren, oder? Nee, Blutprobe, Serum. Und Daddy, ich erinnere mich, dass du mal sagtest, Kaban wäre untenrum schön buschig, das sind auch Haare. Ja, da kriegt er keine Haare von. Bitte was? Da kriegt er keine Haare von. Bitte was? Da kriegt er keine Haare von. Bitte was? Meine Haare. Du darfst ja selber auszupfen, musst du auch zupfen. Also müsstest du theoretisch nicht, aber das ist mir egal. Weiter. Hatte ich eigentlich schon gesagt, wie ihr euch mit den fucking Sharks einigt? Ja, hattest du. Du hattest gesagt, dass wir erstmal uns mehr oder weniger in Ruhe lassen. Du hattest gesagt, dass die Sharks, also dass wir die Aztec-Waffen kriegen und die Sharks, glaube ich, die Evo-Waffen wollten die haben oder zumindest teilweise wollten die haben. 100%. Okay. Du hattest gesagt, wir dürfen dafür aber auch mal anderen Kram abgreifen. Also wir können auch mal auf Elektrokrams gehen und so und Drohnenkrams.
Im Nordwesten und die im Nordosten halt unterschiedliche Routen zur Stadt, genau. Ja. Ah, okay, easy habe ich also gemacht. Genau, und dann hattest du noch gesagt, sollte es tatsächlich mal vorkommen, dass zwei auf denselben Transporter wollen, dann hören beide auf. Gut. Ja, dann viel Spaß und bleibt steil. In der letzten Folge. Ich füge das nicht zusammen, das machen wir jetzt alles nochmal. Wir waren die coolsten, haben 1000 Millionen Karma gekriegt und haben weitergemacht. Daddy, den bringst du ja ganz schön häufig hier, aber jedes Mal witziger, muss ich sagen. Ach so. Ja, ja. Die Qualität muss ja auch gleich bleiben, gut bleiben. Du hast immer noch in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen Geburtstag übrigens. Ach Gott, das muss gefeiert werden. Endlich wieder Alkohol. So, pass auf. Nee, 4. Folgendermaßen. Kaban. Nachts um 5. Du hast das letzte Streichholz gezogen und musst deswegen auf so einen Laden aufpassen von einem Typen, der euch echt gut zahlt. Es pisst einfach wirklich richtig krass ekelhaft und irgendwo verfault gerade so ein Häuserdach unter den juten alten toxischen Schlacken, die der Himmel auf dich runterpisst. Das ist so ein gut, dass Alkohol anders riecht. Mit Löchern. Der Typ, auf den du aufpassen musst, ist ein echt solider Bursche. Du bist ja ziemlich sicher, dass also vorhin kam halt seine Tochter, die ist irgendwie so 17 oder so ein Shit. Die ist noch nicht, weg. Aber Choke me, Daddy. Also das sagt sie nicht, aber er hört es vermutlich. Zumindest hört sich das so an. Des Weiteren hat ja ab und zu mal so ein kleiner Bursche von gegenüber aus dem Staffer, vermutlich präventiv. Mit kleiner Bursche meine ich jetzt auch 15 oder so ein Shit. Schnaps und Burger gebracht. Damit du dort nicht vorbeiguckst. Ist auch überhaupt nicht dein Auftrag, aber immerhin. Und das ist einfach wirklich, wirklich schön. Problem ist nur, du bist halt seit 9 Stunden da. Deine Ablösung hätte vor 1,5 Stunden kommen müssen. Und du bist echt voll. Wie, ich bin echt voll? Du bist da 9 Stunden. Du hast jetzt 3 Stunden angehört, wie Daddy seine Tochter vögelt. Es ist kalt, nass und stinkt. Und du hattest echt viel Schnaps. Erzähl mir mal das Gegenteil. Also, in einem gewissen Rahmen würde ich ja trinken, aber nicht ganz so voll werden. Du bist voll, mein Junge. Du trinkst inzwischen zu lange. Du kannst noch stehen, ohne zu wanken. Dein Sichtfeld ist aber ganz schön eingeengt. So, ich würde sagen, dann wird sich ja eiskalt mal. Das Dach hat noch auf? Bitte? Hat das Dach noch auf? Ja klar. Es gibt doch diese tollen Medikamente, ne, die ein bisschen nüchterner machen. Ich wüsste nicht, wie die funktionieren sollten, weil jegliches Antidot muss ja eigentlich vor der Einnahme des Toxins... Aber diese Möglichkeit. Also du kannst, der Alkohol, der jetzt zurzeit noch nicht in deinem Blut ist, aber bald reinkommt, den könntest du antidoten. Ja, du wirst ab jetzt nicht mehr betrunkener. Das ist gut. Wenn du dir was kaufst. Ja, das nehme ich mir. Also da würde ich doch mal hinspanken. Ja, der kleine Bursche, der offensichtlich der Kassierer ist, streckt, soweit du sehen kannst, seine Hände ziemlich aggressiv unter den Tresen, als du reinkommst. Du Kleiner, ich brauche mal was gegen den Kater. Und für nüchtern werden. Okay, ja, Sekunde. Er greift hinter sich in der Schublade, holt mit fahrigen Fingern so eine Schachtel raus und er wirft sie so halb auf den Tresen. Prima, dass er nicht besonders nah rankommen muss. Ich kram halt ein Yen oder 2 raus. Keine Ahnung, wie viel das kostet und. Also. Ist mir auch 15. Egal. Ja, es ist mir scheißegal, wie viel das kostet. Ich kram 2 Yen rauf, da bin ich nur durch und geh weg. So wollte ich das hören. Ich hab bezahlt, sieht man doch. Hast du ja auch.
Und dann, ja, dann pfeife ich mir die halbe Dose rein, ab, ne? Also, ich muss ja nüchtern werden. Hilft viel. Positiver Effekt, du wirst nicht mehr betrunkener werden und irgendwann auch nüchtern. Negativer Effekt, du bist jetzt bis auf deinen Schlüpfer und mehr vollkommen durchnässt. Du riechst nicht direkt wie ein nasser Pudel. Du riechst eher so wie Bergowoy-Light. Achso, es regnet. Ah, das ist natürlich kacke. Ja, das war das mit diesem Schütten und dein Dach, das undicht ist und so. Ja. Kacke. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, als ich vorher gehört. Alkohol hält zumindest warm. Richtig. Gibt es einen Automaten da für Automatenkleidung? Klar. Was aber die ist echt dünn. Plus, der Automat hat kein Vordach. Kacke. Ja. Ich schreibe einen Text, lass da meine Autokorrektur drüber laufen. Wo denn der sehr blöde Typ ist, der mich ablösen soll. Den schreibe ich an. Es ist nämlich Würfel. Mami. Ja? Paulina. Oh. Während du schreibst, kommt das Teuchtechen aus dem Haus, spuckt eine doch etwas zähere Flüssigkeit, als man das erwartet, auf dem Boden. Sieht aus, als hätte sie irgendwie gegen den Schrank gelaufen oder die Treppe runtergefallen. Mhm. Und macht sich dann vom Acker. Paulina antwortet. Bin in 5 Minuten da. Lübt. Das ist aber keine von unseren Mädels, oder? Nee, das ist seine Tochter, die vom Ladenbesitzer hat, auf den du aufpasst. Achso, dann ist ja alles easy. Die einen sagen so. Ja, das ist ja nicht, aber wenn er unsere Mädels so verhandelt, da gibt's Ärger. Mann, ist der Kerl schon abgestumpft. Ja, es ist jetzt. Ist halt spät, ne? Und ich bin durchnässt. Das stimmt. Nach 10 Minuten kommt Paulina, stellt ihre Kiste dort ab, schüttelt sich. Sie hat einen Regencape an, sieht ziemlich behindert aus, soweit du auch kennen kannst, und starrt dann auf dich zu. Ach, scheiße, da hinten war auf. Frischling. Mhm. Sag mal. Sie kommen ein paar Schritte näher. Alter, du stinkst mehr als die Suppe in der Pfütze neben dir. Es ist ziemlich kalt hier. Es ist scheiß Regen, ey. Sie packt dich am Ärmel und zerrt dich in eine dunkle Gasse, also die direkt hinter dir. Ein paar Ratten stieben auseinander. Staben. Was soll denn das jetzt? So, stellst dich jetzt auf ein Bein. Dann breitest du die Arme aus und dann wirst du einen auf deine Nase patschen. Ja, ich lehne mich nochmal schön an die Wand hinter mir. Mach wie wir geißen. Das gibt einen Stilpunkt. Das stimmt halt. Bist du behindert? Was? Ob du behindert bist? Wieso? Also du bist doch voll wie eine Haubitze. Ja, du bist 3 Stunden zu spät. Nee, du bist voll wie eine Haubitze. Und du bist 3 Stunden zu spät.
Frischling? Ja? Sag mal, wie kann man denn vom Rumstehen so besoffen sein? Jetzt mal im Ernst, Alter, du kannst dich ja nicht volllaufen lassen, bist du dumm? Ich ziehe diese Medikamente raus. Die müssen wohl nicht wirklich gewirkt haben. Alter, was ist los mit dir? Ich bin völlig durchbohren, völlig durchnässt. Weil es schüttet wie Arsch. Ich würde gerne nach Hause. Alter, du guckst einfach in drei verschiedene Richtungen auf einmal. Du gehst jetzt nach Hause und du gehst, du nimmst nicht dein Motorrad. Hatte ich bei dem Sauwetter eh nicht vor. Und pass bloß auf, dass dich keiner sieht, wenn du ankommst. Ja. Und dann stoß mich ab und geh weg. Warte mal. Sie kommt auf dich zu und fängt an, dich abzutasten. Wonach suchst du? Sie macht bei deinem halben Liter Flachmann, den man vermutlich wegen seiner Größe findet, halt und zieht ihn raus. Und der ist ja leer, das ist nicht so schlimm. Ja, sie will ihn demonstrativ auskippen. Es ist ein Tropfen auf die nasse Straße. Dann gibt sie ihn dir wieder und schüttelt den Kopf. Ja, ich schnappe den und geh weg. Und order mein Auto. Ich laufe jetzt bestimmt nicht den ganzen Stück Scheiß. Leider ist wegen der Sturmwarnung so einen halben Kilometer weiter die Matrix ein bisschen gestört. Wäre ganz schön. Ach nee, das hat einen übelst guten Pilot, ne? Das hat einen relativ guten Pilot, ne? Fuck you. Ich fahre damit betrunken nach Hause. Natürlich hat das Ding gut mit Piloten. Ja gut, das hieß in der Runde noch nie was. Ja, mein Auto nach Hause fahren. Ja, ja, aber das fährt einfach gegen den nächsten Stein. Ja, nee, dein Auto passt. Das holt dich ab. Sehr gut. Ja, doof. Wenn du nach Hause kommst, sind noch genau zwei Leute wach, und zwar direkt im Eingangsgemeinschaftsraum. Durchs Fenster siehst du nichts, oh stimmt. Aber du hast Zugriff auf die Innenkameras, denn du bist ein Gänger. Es sind der Troll und Makar, einer der Alten. Und der Troll scheint sich gerade den Geschlechtsbereich des Alten anzugucken. Er hat aber Latex-Handschuhe an. Schön. Warte mal, das hilft. Oh, das. Nein. Das ist ganz einfach. Ich gehe durch die Tür. Alter, das will auch keiner sehen. Und dann stapfe ich einfach weiter. Alter, ich hab euch schon tausendmal, ihr sagt, ihr sollt endlich einen Gummi benutzen. Meine Güte. Boah, ich hab keinen Bock mehr, ständig auf eure roten Schwänze zu gucken, Mann. Und vor allen Dingen hat das da jetzt ein besserer Freund. Oh, weil ihr immer gleichzeitig, ich will auch gar nicht dran denken, Alter. Friss die Tabletten und halt deinen Schwanz aus den Mösen raus, Mann. Oder nimm dir einen Gummi und gib deinem Kollegen auch gleich welche. Ich werde mir seine Eier nicht angucken, die sind verschrumpelt und hässlich. Du bist in deinem Zimmer. Sehr schön. Ich leg mich pennen. Obwohl, ich duschen, warm duschen. Das ist gut gegen gegen die Erkältung. Mhm. Oh, das war gar nicht gut für den Kopf. Aber so viel Energie, wie du aufgenommen hast, wirst du ja jede Erkältung platt machen.
Das stimmt halt. Ich meine, so ein warmes Bier soll ja auch übel gut sein. Ist halt, ne? Oder einfach schon mal präventiv so einen Schluck Hustensaft? Nee, das wirkt A, erstens mal eh nicht mehr und B, dann rieche ich ja wieder so streng. Nee, ich putze mir die Zähne und so. Die wichtigen Sachen. Also von Hustensaft kannst du jetzt nicht noch mehr riechen. Ich dachte immer, Wodka riecht man nicht, aber nein. Wenn er wieder aus seinen Poren ausdünstet, dann schon. Psst. Psst. Hustensaft ist doch ein Medikament. Ich meine, wenn du Husten hast, da kann ja auch keiner was gegen sagen. Ja, das kommt morgen, wenn ich Husten habe. Alles klar. Du musst die Tricks missen. Man holt sich ja nicht umsonst eine Erkältung. Jut. Du haust dich hin? Jo. Flummi. Ich würde gern demonstrieren, wie abgefuckt du inzwischen bist, aber irgendwie muss ich das nicht. Das machst du ja von alleine. Hast du irgendwas vor? Während Kaba noch ein bisschen braucht am nächsten, der hatte eine lange Nachtschicht. Lass den Dungen jetzt mal pennen hier. Was heißt vor? Die geht in den Sportraum morgens, wenn sie wach wird und kümmert sich dann um ihr Kind. Alles klar. Und damit wäre es bewiesen. Milfs sind langweilig. Mhm. Und irgendwann, wenn sie weiß, dass sie gefahrlos zu Konstantin gehen kann, sie wird nochmal versucht haben, mit Vlad zu reden, wenn der weiter so bockig war. Der hatte einfach keine Zeit, wenn du ihn gesehen hast. Das ist ja auch, also ist nur ein Tag später. Der hat ja nicht immer Zeit. Er hat 5 Kinder. Naja, 2-3 Tage gibt's ihm schon noch. Bevor sie die harten Kanonen auspackt. Na, es sind inzwischen schon ein paar Tage, dass du aus dem Knast bist. 4. Okay, na dann wird sie irgendwann mal zu Konstantin gehen. Wenn er irgendwie, wenn sie weiß, dass er gerade nicht. Sie will ihn jetzt nicht noch mehr nerven. Konstantin ist gerade mit bester Laune zurückgekommen, weil er sich gerade um Straßengeschäfte kümmern konnte. Und das ist das Einzige, was Konstantin im Moment Spaß macht. Oh Gott, der arme Kerl. Da geht der auf, der Junge. Ja. Ja, dann quatscht sie ihn irgendwann mal an. Jo, er rülpst dir fröhlich ins Gesicht, wenn du reinkommst. Hm. Dir auch einen schönen guten Morgen. Hä, hey, was denn das für eine Scheiße? Sind wir hier irgendwie im Ritz? Nee. Der war nur geruchsintensiv. Kann nicht jeder irgendwie so der Pussy sein. Tja. Wie so ein Waschmittel bist du, Alter. Geruchsarm und pflegeleicht. Ah ne, Waschmittel sind nicht pflegeleicht. Scheiße, das ist ja auch real. Und weiß und Grobkörner heißt auch was. Ich weiß, das ist eine Sache, die du jetzt nicht hören willst, aber ich versuche seit ein paar Tagen mal irgendwie mit meinem Bruder 1-2 Sachen klarzustellen und der Typ will einfach nicht mit mir reden, obwohl das, was ich ihm zu sagen habe, glaube ich, ganz gut wäre für seine Ohren. Brauchst du mich dazu? Ja. Also, muss ich da dabei sein? Nein. Na gut, easy. Der Typ muss nur mal irgendwie im selben Raum bleiben und ich kann ihn dazu im Moment nicht zwingen. Ne, ist ja kein Ding. Aber sollst du teilweise wirklich mal ins Sonnenstudio gehen, Alter? Du bist einfach ein richtiger Ghoul. Echt immer noch so schlimm. Na, sieh. Wegen dem Vitamin B12 und so. Hä? Ja, das Vitamin B12, das kannst du nämlich nur, wenn du dich der Sonne. Hä? Das sind Sollbürgern drin? Und das kannst du aber dann aber nur ordentlich verklappen im Körper, Sonne.
Ich glaube, du meinst Vitamin D3. Ach komm, deshalb, sag mal, willst du mit mir sprechen? Ich bin auch Chef. Also los jetzt, ja, komm. Ich widerspreche dir nicht. Ich ergänze dich nur. Ja, mit Unsinn, komm mal mit jetzt hier. Er geht runter in den Sportraum, wo jetzt Vlad ist. Ah. Vlad, komm mal rüber. Vlad kommt rüber. Dann nehmt ihr eure beiden Köpfe. Patscht die ordentlich aneinander. Ne, da hat ihr eigentlich gar nicht so viel Bock drauf. Ich sag mal, er ist garantiert schneller. Und es ist nun mal einfach ein Ritual. Warte mal. Ich weiß, das willst du jetzt nicht, aber in der Situation ist das jetzt angemessen. Mir ist es so Wurst, Alter. Ich meine, wenn du die Beine jetzt wegpustest, würde ich schon ein bisschen kichern, muss ich sagen. Mm, ja. Delicious. Und schon also, sehen meine Probleme wieder ganz kleiner. Egal, was du jetzt machst, es wird auf jeden Fall passieren, nachdem sie dir deine Beule abgeholt hast. Das kannst du wissen. Ja, weil er schneller ist als sie. Aber das, das ist der übliche Leute weg von mir verschwindet Zauber halt. Ja, aber dann erzähl mir doch mal, welche Force du benutzen möchtest. Das würfel ich jetzt aus. Naja, aber mit einem Minimum oder was? Also ich sag mal Minimum 2. Ja, ich wollte schon sagen, du bist ja keine Pussy mehr. Du bist ja jetzt schon eine große Pussy. Ja, Minimum 2. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Na, dann darfst du mal jetzt noch würfeln. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Ergebnis. Ursprünglich habe ich nämlich gedacht, ich rechne einfach das Ergebnis plus drauf, weil das irgendwie voll sinnvoll wäre, aber mit Force 7 da jetzt reinzuknallen, ist, glaube ich, echt hart. Was hast du für eine Magiestufe? 4. Na, dann können wir schon mal mit Force 5 rangehen an die Sache. Oh Gott, ich muss mal eben gucken, was ich überhaupt würfeln muss. Den habe ich so selten. Kampfzauber und Magie. Und ich habe ihn offen. Kampfzauber, oh. Delicious, Alter. So, die haben echt keine Panzerung an. Konstantin ist ein Mensch, ne? Ja. Also man kann der das Mensch, der eigentlich ein Ork hätte werden sollen. Ja, ich weiß, man kann das echt nicht als Mensch bezeichnen, das weiß ich schon. Aber, es ist ja auch kein Schadenszauber, es schmeißt sie nur zurück. Nein, wir haben das irgendwann mal gemacht, weil du den so sehr gewünscht hast und der macht auch Schaden. Ja, aber nur, wenn die irgendwo gegenfliegen. Nein. Echt? Der macht weniger Schaden als den anderen Zauber. Natürlich macht der Schaden, Alter, sonst würde ich jetzt keine Konzi. Oh Gott, was hat denn der für einen Entzug? Du hast den offen. 7. Ach nee, Quatsch. 6. 6? Da kriege ich jetzt 4k Schaden. Ach, wie schön. Geil. So, also Konstantin. Also erstmal anders. Schöne Druckwelle durch den ganzen Raum. Sporthierräte fliegen weg und krachen gegen die Wand. Hanteln ebenfalls. Die eine Wand sieht ein bisschen demoliert aus. Die Tür geht auf jeden Fall zu Bruch. Konstantin fliegt durch die Tür an die nächste Wand und Vlad. Warte mal, Schaden. Welche Nettoerfolge hattest du? Nettoerfolge? Ja, die weichen da jetzt nicht aus. 4. Delicious. Glaube ich. Ja, 4. Wir haben halt nie dazu geschrieben, was das für eine Schadensart ist, aber ich gehe einfach mal aus, dass es geistiger Schaden sein sollte. Ja. Denke ich nämlich auch. Und Vlad, der stolpert ein bisschen zurück, aber der ist ja beinhart. Und ich habe ihm zu viel Würfel gegeben, aber ist auch egal. Und guckt erschrocken und dann sehr böse. Konstantin rappelt sich auf. Redet und danach kommst du zu mir. Dann humpelt er davon. Er hat übrigens eines der Gewichte, so eine 4-Kilo-Scheibe. Ach Quatsch, mit 4 Kilo macht er unten noch ja nichts. So eine 10-Kilo-Scheibe volle Bude gegen das Bein bekommen, Junge. Au. Oh. Wird Jojo eigentlich auch von der Druckwelle? Nee, die geht von ihr aus, ne? Das wäre echt der beste Zauber der Welt, aber leider kriegst du keinen Schaden. Das heißt leider, ich bin ganz froh, ich habe jetzt schon genug Schaden gekriegt. Was war's, 4K? Ich habe 4K gekriegt. Das schmeckt. Nee.
Doch? Nee. Die rappelt sich auch erstmal wieder auf. Wieso, du bist nicht hingefallen? Ich habe mehr Schaden als meine Konsti. Ja, aber es ist dein körperliches Limit. Ah, okay, cool. Cool, stimmt, da war ja was. Bist du eigentlich völlig bekloppt? Tut mir leid. Das war, doof. Wenn ich auch Chef gewesen wäre, hätte ich grün und blau geprügelt. Ja. Was ist jetzt? Was hast du denn für ein Scheißproblem? Ich habe überhaupt kein Problem. Du scheinst eins zu haben. Du gehst mir seit Tagen aus dem Weg. Gehen Wunder, Alter. Du zerbummst hier erstmal den gesamten Raum, oder was? Das war aber vor ein paar Tagen noch nicht der Fall. Völlig unberechenbar, oder was? Warum bist du sauer auf mich? Bist du behindert, Alter? Ich kann so eine Scheiße einfach nicht gebrauchen wie vor ein paar Tagen, deswegen. Was für eine Scheiße? Junge, ich muss von dir echt nicht hören, dass ich eine Pussy bin und weil ich keinen Bock mehr auf die Scheiße habe. Also, das wollte ich dir doch nie sagen. Bist du behindert? Dann sollst du mal ein bisschen in dein Lexikon gucken, Alter, weil die Worte, die da aus deiner Fresse kamen, die waren ziemlich eindeutig. Nee, die Worte, die da aus meiner Fresse kamen, sagten einfach nur, es tut mir leid, ich hatte kein... Ich wollte mich in dem Moment einfach nicht von dir umarmen lassen. Das hat nichts mit dir zu tun und das hat auch nichts mit der Scheiße zu tun und das hat auch nichts mit deiner Entscheidung zu tun. Warum sollte ich dir sagen, dass du eine Pussy bist, nur weil du gesagt hast, dass du darauf keinen Bock mehr hast? Das ist dein gutes Recht, du hast deinen Job gut gemacht. Ach, komm mir da jetzt nicht so, Alter. Ist voll okay, dass du es gemacht hast. Aber anfassen lasse ich mich von dir nicht mehr, du ekliger Schlappschwanz. Alter, als wenn das was mit dir zu tun hätte. Ach, komm auf dein Leben klar, was ist denn los? So erzählst du auch, machst du einfach nie das Maul auf. Dann wundere dich halt nicht, wenn die Leute ein bisschen anfangen zu deuten. Man kommt ja nicht mehr anders irgendwie durch. Da ist eine ganze Menge Scheiße abgelaufen, die alles andere als cool war, okay? Und ich glaube nicht, dass du die Details wirklich hören willst. Ach komm. Was, ach komm? Müsst du jetzt eigentlich antreten? Keine Ahnung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich akzeptiere deine Entschuldigung. Sie nickt. Aber als Chef werde ich dich auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Dann jeder. Sehr gut. Sie geht zu Konstantin und holt sich ihre Trachtprügel ab. Also du gehst zu Konstantin. Der sitzt da natürlich erstmal ohne Hose, aber mit schöner Boxershorts mit Eingriff und guckt sich das Riesenhämatom an, was da irgendwie in seinem Bein sitzt. Mama, Tür zu. Ja, Jojo, schließ die Tür hinter sich. Ah, Jojo, Mann. Es tut mir leid. Lass mal sehen. Nee, lass mal. Dir läuft die Suppe aus der Nase. Oh. Der sieht schon. Da war so ein Astralwirbel, sagst du. Ich habe das mal gehört, da gibt's so Wirbel und wenn die durch den Maja durchzischen, dann kracht's. Nein. Nee, Jojo, du hast mich gerade nicht richtig verstanden. Da war so ein Astralwirbel, ne? Ja. Ne, schön. Dass die anderen da auch Bescheid wissen, müssen wir heute mal, da werde ich auch mal eine Warnung rausgeben, welchen weiterer Astralwirbel ist ja auch für einen Koreaner vielleicht nicht unwichtig. Keine Ahnung, was bei dem passiert.
Krieg ich vielleicht Muskeln oder sowas? Ja, genau, sich angucken. Au. Du schickst mal noch einen Professor zu mir und hast das mit Vlad geklärt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ich werde in einer Woche oder so nochmal mit ihm reden. Er scheint richtig viel Bock drauf zu haben. Naja, nicht wegen mir, das musst du nicht. Der kriegt sich schon wieder ein. Natürlich, also natürlich nicht wegen dir, aber du bist schon die Gemeinschaft. Ist alles gerade ein bisschen fahrig. Da kann man sowas nicht gebrauchen. Ich werde mal mit dem quatschen. Ja. Ich meine, ich glaube, ich verstehe am ehesten, wie es ist, wenn du mit deinem Platz nicht... Also, ich verstehe, wie das ist, wenn man Vater ist und sich um so allerlei Kram und... Ne? Du musst jetzt nicht beschönigend drumherum reden. Halt die Klappe, du hast ja auch nichts gehört. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nee, das meine ich ernst, Alter, ficke dich. Ja, ich weiß. Na, ja, schöne. Okay. Gut. Vor ein paar Tagen war da noch irgendwas, was er irgendwie mit Kaba machen wird, wollte deswegen irgendeine Immobilie. Kommst du am Morgen nochmal? Nee, komm mal. Ja, nee, du hast doch übermorgen dieses Ding hier mit Damian. Das machst du erstmal. Wer kommt da nochmal mit? Kaban und Noron. Genau. Das machst du erstmal. Und dann Tag drauf hat ihr Borstel Geburtstag. Und da kannst du aber vorher nochmal mit mir kommen und das bequatschen und den bringst du mit und so. Jo. Was ihr euch da gedacht habt. Alles klar. Gut. Da du das besser erklären kannst, gibst du mal diese Astralwarnung aus an die Leute. Gut. Jude. Sie geht. Macht das. Natürlich wirst du ein paar Nachfragen bekommen. Wie weit geht die denn? Kann man dich nicht einfach vor die Tür schicken? Was müssen wir denn da erwarten? Solche Dinge. Wird der Koreaner explodieren? Was passiert, wenn hier zufällig einer dieser komischen Geister rumfliegt und dann von so einem Ding getroffen wird? Dann fliegt ganz Moskau in die Luft. Na, was gibt's denn für eine ernsthafte Antwort? Solange diese komischen Geister nicht hier, also nicht sich nicht manifestieren, also ne, nicht ins Dingens, dann kriegen die überhaupt keine Probleme, dann kriegt allenfalls sie Probleme. Vielleicht. Wenn sie zufällig gerade in der Dingens ist. Ja, die kann denen doch alles erzählen. Ist doch okay, völlig Wurst. Sie will die doch nur beruhigen. Ja, gut. Das muss doch nichts sein, was wirklich stimmt. Ich sag mal, es gibt gewisse Bedarfe auch, beruhigt zu werden, weil der Fitnessraum ist in die Luft geflogen. Ja, sie geht dann auch wieder runter und geht den aufräumen. Das kannst du, wie wisst denn du? So, pass mal auf, das sind zum Teil Orks und ein Troll, weißt du, was die stemmen? Du willst also diese 50-Kilo-Scheibe anheben, willst du die, und dann irgendwo hinräumen? Sie räumt das auf, was sie aufräumen kann. Also du lässt das die Orks machen, okay. Okay. Ich lass das mal die Kerle machen, sie hat irgendwie gerade... Nee. Paulina macht das, die hat doch die stärksten Arme im Club. Ja, aber Jojo hat gerade nicht so viel Bedarf, ihre Stärke anzuheben dafür. Ja, vor allen Dingen hast du einfach 4K. Ja. Ich sehe nicht, wie du irgendwas anhebst. Nicht mal dein Selbstbewusstsein. Als ob die sich jetzt anmerken lassen wollen würde, dass sie 4K hat. Ja, weil sie nicht da trotzdem kinderschweren Geräte aufheben. Das sehe ich auch absolut ein. Sie gibt sich halbherzig Mühe. Wenn das nicht funktioniert, dann schickt sie irgendwen anders. Achso, also sie bezahlt von ihrem Taschengeld, dass was kaputt ist, ich verstehe. Ja.
Gut. Oder repariert's. Bisschen schweißen kann sie ja auch noch. Das stimmt. Kaban! Jo. Es ist... wann bist denn du zu Konstantin gegangen? Wann ist denn der wiedergekommen? Weiß ich nicht so. Vormittag halt, so gegen 11 oder so. Das wollte ich auch gerade sagen. Kaban, es ist 11.30 Uhr. Es wummert gegen deine Tür und dann tritt Vlad ein. Oh, es ist viel zu früh. Steh mal auf jetzt, was soll denn die Scheiße? Gehst du mal duschen und dann gehen wir mal einen saufen oder was? Was? Jetzt mabe dich nicht so, komm jetzt. Alles klar. Ja, ich bin duschen. Kann ich dann machen? Dann ruf ich aus der Dusche raus, warum wir denn saufen gehen sollen. Also, was da passiert ist. So, Entschuldigung, was? Dann ruf ich aus der Dusche raus, was ist denn passiert, warum gehen wir denn saufen? Es kommt keine Antwort. Alles klar. Gott, warum ist der kein Boss mehr? Das ist viel angenehmer, wenn man mit dem Boss saufen, als mit jemand anders. Ach so, du bist ja so hochschlafen, saufen. Nee, aber dann können die Leute weniger dagegen sagen. Naja, ja, ne? War ja schon lange nicht mehr und außerdem war die Nacht kalt. Das stimmt nämlich. So. Dann wird erstmal ein bisschen grundiert und dann irgendwie nachgeschüttet. Ja, also man wird so alibi-mäßig, fahrt er zu irgendeiner Motorradwerkstatt, wo so ein Typ noch irgendwas von euch hat, was er repariert. Ein Freund der Yang und dann ihr seid ein bisschen zu früh extra gekommen und dort könnt ihr noch schön ein bisschen was schlucken. Sehr gut. Ja, ich habe den feinen Wodka gekauft. Den für 5 Yen. Wie komme ich denn zu der Ehre? Keine Ahnung, ich dachte, wir gönnen uns mal was. Er greift in eine Tasche, nachdem er die Flasche abgesetzt hat, holt, was nennt man da, sein Comlink raus? Nee, warte mal, das hat kein richtiges Display mehr. Er holt also sein Comlink raus, das aus irgendeinem Grund noch ein kleines Display hat, ein bisschen Novacook und macht erstmal 2 schöne Lines für euch fertig. Ja, läuft. Ja, sag mal, wenn du jetzt noch kein Selbstbewusstsein hast, dann weiß ich auch nicht. Und kein Bock. Das gute alte Novacook. Das Ding ist ja auch, dir kann einfach keiner mehr erzählen, dass du betrunken bist. Denn wenn man Alkohol trinkt und Kokain nimmt, man ist sofort so klar. Du weißt plötzlich, also wirklich Bescheid und du fühlst dich extrem fokussiert. Das ist die perfekte Kombo. Ich sag das nur nebenbei jetzt. Ne? Du bist ein böser Meister. Nee, das ist immer noch, Kaban hatte nie viel mit Drogen zu tun. Aber das ist tatsächlich eine Kombi, die funktioniert. Super. Mann aller Bursel. Die Leute sollten einfach mal... Entschuldigung. Das Geräusch war übel schön. Dieser kleine Seufzer am Ende, den sollte ich mir rahmen. Also. Die Leute sollten einfach mal ein bisschen entspannter werden. Mann, warum sind die nicht so entspannt wie du? Ich weiß es doch auch nicht. Ich meine, der Konstantin, der regelt das schon richtig gut. Das läuft alles gerade aus. Und was alle sich so einen Kopf machen um die ganze Scheiße. Und das Schlimmste ist, wenn irgendwelche dreckigen kleinen Wichser anfangen, schon sich Gedanken zu machen, wer mal irgendwann der Chef wird, der vielleicht bleibt so einfach Konstantin, der macht das doch. Ja, es ist halt, ich glaube, die sind einfach alle ein bisschen verwirrt. Du warst so lange so guter Boss. Das ist halt gerade anders. Das ist halt die halten sich da alle für die Elite hier. Oh, ich habe die Schule fertig gemacht. Da sollen sie auch mal ihr Köpfchen anstrengen und aufhören, verwirrt zu sein. Was soll man sagen? Mann. Wir sind halt nicht durch die Schule des Lebens, sondern durch die Schule der Konzerne gegangen, was zu erwarten. Ja, die Konzernschule war ja fast keiner.
Also, das müssen wir uns ja schon mal zu Jude halten. Und mein Vater hat mich auch ewig geschickt, Alter. Bis zur 8. Klasse. Ich bin am Ende durfte ich wenigstens ticken auf dem Schulhof, aber bis zur 8. ey. Ja, also ich sag mal so, eine gewisse Grundbildung ist ja nicht verkehrt, ne? Aber so hatte ich das Wesentliche vergessen. Sag mal, warst du auf einer Schule? Bei meinen Eltern. Waren deine Eltern Lehrer? Nee, ich komme vom Land. Da gab es keine Schule. Grundbildung, weißt du, was man da lernt, Alter? Hier im Satz des Prometheus, Alter, fickt euch. Also ich meine, das habe ich nicht gelernt, so eine Scheiße kam bei uns nicht dran, aber... War das nicht des Protagoras? Aber bist du auch so einer? Ich dachte, du warst bei deinen Eltern. Ich dachte, die haben dir was Ordentliches beigebracht. Klar. Bin schon... Und, keine Ahnung, wie alt ich war. Also auf jeden Fall bin ich mit dem Gewehr in den Wald. War super. Das müssen die Kinder lernen. Mann, weißt du, was sie lernen sollten? Die sollten hier... Satz des Vlad sollten die in der Schule lernen, Alter. Links und rechts an einer Stelle. So jetzt. Nee, Alter, Satz des Vlad ist anders. Pass auf. Bitches und Sprechwerkzeuge ist gleich schlechte Kombi, Alter. Satz des Vlad nämlich. Wenn die Weiber einfach die Schnauze nicht so oft so aufreißen würden. Junge, ey, das war übel gut. Ja, die können die Schnauze aufreißen, die sollen nur nicht dabei reden. Naja, das nämlich. Das nicht, der... Ja, so ist es nämlich. Kackt mir einfach. Wisst ihr, wenn die Fotzen öfter mal die Fresse halten würden, dann wäre einfach richtig entspanntes Leben. Ich krieg schon richtig Schiss, wenn meine Kinder mal so 20 sind, Alter. Boah. Da finde ich das vermutlich auch noch gut, aber da sind die ja eigentlich genauso. Das ist ja das Schlimmste, weißt du? Da fängst du dann an, so eine Scheiße zu rechtfertigen, aber es ist voll die Bitchenhaftigkeit, aber. Ja, du musst ja halt nicht nach Bitch ziehen, ne? Also. Zieh die halt einfach wie Kerle, das passt schon irgendwie. Ja, aber. Das sind so süße Mädchen, Alter. Und die Großen sehen sogar schon aus wie Mädchen. Da kannst du auch nicht wie ein Kerl ziehen, Alter. Mit den kleinen Zöpfen und so, das wird auch nichts. Sorry. Ja. Muss halt da durch, würde ich sagen, ne? Das Schlimmste ist ja, wenn sie hier anfangen zu dingsen, jung zu werden, also zur Frau zu werden. Schrecklich. Was sollen die werden? Siehst du? Mit Mitte 20 kommen wir mal drüber reden. Ich glaube, da hast du vorher schon das Problem. Alter, also in dem Bereich wird auf jeden Fall erzogen, Junge. Guckt die jungen Kerl schief an. Da kommt aber Onkel Vlad. Also, von denen ist das dann der Onkel, ne? Er wird Onkel Vlad ihm mal was erzählen. Mit seinen Fäusten. Und die Kinder, die kriegen dann einfach, willst du noch? Die kriegen einfach, Stubenarrest. Da muss er noch einen Schluck trinken. Die kriegen Stubenarrest bis Mitte 20 dann. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die auch nur ein bisschen ansatzweise nach dir schlagen, dann wird ja, das, glaube ich, nichts. Ja, das ist ja aber der Unterschied. Guck da mal, hat dir das niemand erzählt? Ich dachte, du warst bei deinen Eltern. Also, ne, klar, als ich 11, 12 oder so war, klar hab ich die Bitches alle genagelt. Eine nach dem anderen ist hier fallen, wie wieder schwedische Urwald nach Aussage dieses Typen, ne? So, Erich. Alter, die waren danach verloren für andere Kerle. So. Aber. Ich bin ja quasi Schlüssel, ne? Und die sind ja Schloss. So.
Die können doch nicht ihre Ehre hier riskieren oder so. Verstehst du? Die bleiben ja auch quasi eigentlich wie jetzt, bis sie Mitte 20 sind. Ich glaube, da machst du dir echt falsche Hoffnung. Das ist, weil die Leute nicht hart genug das probieren, Mann. Die werden schon lernen, dass das nicht ist mit den Boys, Alter. Ja, ich stell mir vor, nur eine Frau mit. Ja, sollen sie halt mit Mitte 20. Das nee, ich glaube, da hast du echt die Arschkarte. Ach, du nimmst einfach das Leben nicht am Sack. Und wenn das Leben am Sack greifst und dann auch schöne zudrückst, Alter. Ihr hört ihr der Welt, die hört ihr einfach. Sagen wir es mal so, ich will glatt ein Fuffi dagegen wegsetzen. Sag mal, wettest du auf die Zukunft meiner Kinder oder was? Bist du bescheuert? Du wirst mir doch helfen, Mann, Alter. Klar, Mann. Ich stell mich mit der Shotgun daneben. Wenn du ihm so. Ey, ich hab 5 Kinder. Da muss auch mal Onkel Karan kommen oder würde ich mit den Boys reden? Oh, stell ich mich einfach mit der Shotgun daneben. Ach, Shotgun hier. So eine Scheiße muss doch nicht sein. Erzählst du ihnen einfach nur, dass wenn sie die auch nur angucken, dass sie denen die Augen ausreißt oder so, das reicht auch. Den Sack. Das auch. Und dann knufst du die mal kurz. Ah, das kriegen wir schon hin. Dann gehen sie zum Zahnarzt oder so. Das wird. So, ich glaube, der Typ ist fertig. Nimm mal einen dicken Schluck hier. Danke. Das riecht gut. So, hau mal den Scheiß ab. Ihr ladet den Kack ein. Dann fahrt ihr zurück. Ihr seid natürlich mit dem Auto. Packt den Scheiß aus. Dann würde er gerade Polina rumlungern. Und sich irgendeine Nutte aussuchen oder so, was man halt so macht. Dann nickt die euch zu, dann wundert die sich kurz, dann geht die, sag mal. Alter, in deiner Jacke steckt schon wieder eine halb volle Flasche Wodka. Du merkst, dass Vlad dir irgendwie reingeschoben hat, weil der irgendwie, keine Ahnung, keine groß genug Taschen hat. Platz halt. Ja, Alter, bist du völlig... Ja, jetzt halt doch mal die Schnauze, Polina, Alter. Wir hatten was zu bereden. Da ist er. Mann, aber Polina, krieg dich mal ein. Was ist denn hier los, Mann? Chill mal ein bisschen deine Basis oder so, Alter. Komm, Alter, jetzt hier. Daraufhin wird sie Vlad zurückschuppen. Hey, Junge, Alter, krieg du dich mal ein. Bist du drauf oder was? Ja, na klar bin ich drauf. Bist du bescheuert? Dann wird sie ihn anfunkeln, er wird zurückfunkeln, dann packt er seine Chefschelle aus, wird da kurz vorstoppen, wird etwas realisieren und wird dann einigermaßen wütend und geknickt auf sein Zimmer gehen, wie ein kleiner Junge. Sehr gut. Ich folge ihm unauffällig also in sein Zimmer, aber halt, ne? Schnell weg von Paulina, bevor ich da Ärger kriege. Mutti kommt. Ja, genau. Oh. Ja, easy. Der wird, vermutlich wird der auch einer sein, der den Sportraum ein bisschen aufräumt noch, weil da wird ja nicht alles gemacht worden sein, da kann's ihm helfen und ihr habt ja noch eine halbe Flasche Wodka. Läuft. Stimmt, Kaban, der Sportraum ist völlig im Arsch. Alter, was zum Teufel ist hier passiert? Mein Sportraum. Was ist denn der Scheiß? Dass die Leute nie lernen, den Scheiß vernünftig wegzuräumen. Und was machen die damit? Was haben die überhaupt hier angefangen? So dumm, Alter, da ist ein Loch in der Wand und du fragst, warum sie es nicht vernünftig weggeräumt? Das Loch habe ich doch jetzt gerade erst gesehen, du standst davor. Willst du sagen, dass ich fett bin oder was? Du hast fett eine Narkone, oder sonst? Mann, Alter, nee, da war so ein Astralschwirbel und der ist durchgeschwirbelt und dann ist er aber in Kontakt gekommen und dann BÄM. Was? Naja, klar. Bullshit. Na klar, das soll man und hier. Das war der Bullshit.
Nee, wir hätten so einen Scheiß erzählt. Halt mal die Schnauze jetzt, das war so, dass der ganze Raum, Alter, batz, übelst, alles an der Wand hier fetzt, aber ich stand wieder eins und hab nicht mal mit den Wimpern geklimpert. Sehr gut. Hättest hat Jojo das gemacht, oder wer? Naja, durch wen schwurbelt denn sonst der Astralschwirbel und bumst? Oh, shit. Was habt ihr gemacht mit ihr? Was haben wir gemacht? Da kam dieser Wirbel, das ist ein Phänomen. Bist du dumm, Alter? Hast du das Memo nicht begangen? Hast du noch gepennt, glaube ich. Alter, ihr wisst schon, dass es keine scheiße Wirbel gibt, oder? Bist du behindert? Die Kleine, was weißt die Kleine du hat denn? Einen Ausraster gekriegt. Was weißt du denn von der Magiewelt, Alter? Was weiß ich von der Magiewelt? Meine Mutter war Magierin. Ja, und war deine Mutter aus Stahl? Ich habe auf jeden Fall Ahnung. Nicht, da hast du. Die Leute, die nämlich nicht magisch sind und mir immer erzählen wollen, was es mit der Magie ist, die können sich alle mal ins Knie schwingen, auch du. Haben wir alle keine Ahnung, was da abgeht. Nur weil du ein Buch hier gelesen hast, der feine Herr mit dem Satz des Prometheus, musst du doch nicht denken, du wüsstest was, Alter. Alter, ein paar Sachen habe ich Ahnung und ich kenne Jojo jetzt lang genug. Jetzt passe mal auf, Kaban. Das Memo, das also vom Boss kam, verstehst du? Das hat gesagt, da war dieser Wirbel und der ist hier durchgezackert. Was ist also passiert? Es wurde ein Wirbel durchgezackert. Na. Weiß ich auch nicht, warum wir jetzt diese Konversation hatten mit so wenig Schnaps. Florian, du hältst die ganze Zeit die Flasche in der Hand und trinkst nicht. Halt, hör mal die Schnauze, hier. Danke. Ja, endlich, Mann. Hilf mir mal. Gott, bist du schon so alt, dass du die 50 Kilo nicht mehr alleine hochkriegst? Nee, du sollst in der Ecke anfangen und ich in der. Und wenn du nochmal so großkotzig bist, dann machst du Liegel. Da verbock ich dich. Alles klar. Ja, wir fangen an, uns was aufzuräumen. Bitte? Wir fangen an, da aufzuräumen. Ja, dauert ein bisschen und es ist auch nicht alles zu retten, aber naja. Ich meine, Hanteln und sowas hier nicht kaputt, das heißt, diese ganzen Pussy-Maschinen, die braucht ja eh keiner. Eben. Außer Jojo. Ja, wenn sie die kaputt machen, muss ich die auch reparieren. Das stimmt nicht. Ja, das kann die ja sogar. Man muss auch manche Dinge auch mal testen, Junge. Das wäre witzig gewesen, hätte es geklappt. Das stimmt nämlich. Okay, er räumt auf, easy. Eisekalt. Jodi, wenn ihr in den nächsten Tagen nichts vorhättet. Dann wäre erst das Treffen mit Damian, da werden nur so ein paar Grundsachen belabert und bla und über ein paar Feinde in Kenntnis gesetzt gegenseitig und so ein Shit. Er hat A, Schraube dabei und B, so eine richtig alte, verknitterte Frau mit so einem Pagenschnitt, Brille, einem ordentlichen dünnen Zinken, die, ich sag mal, die wirkt echt deutsch. Aber beim Sprechen dann nicht mehr so. Also sie hat ein Aussehen wie Fräulein Rottenmeier, bloß noch knittriger und noch schlimmer. Name, den werde ich nachreichen. Und ist aber noch okay. Aber sie wirkt schon stringent, sag mal. Passiert aber nicht ganz so viel bei dem Treffen. Danach hast du ja ihr Geburtstag. Juhu. Ich glaube ja, da scheppert's. Und der scheppert die ganze Zeit noch. Daddy ist es. Ziemlich. Jö, danach steht Sharks Einigung, aber die habe ich ja offensichtlich schon mal irgendwann vermeldet, also ist sie hier unsinnig. Denn wird Joachim ein Jahr alt. Krasser Shit, so.
Genau. Schon ganz sicher. Und zwischendurch war ja noch, dass du eigentlich mal zu Konstantin solltest an Kabans Geburtstag. Aber er wird dir an dem Tag vermelden, das machen wir morgen. Also nach ja. Kabans Geburtstag. Ich sag mal. Ich will so nicht der Schlauste. Der Geburtstag endet ja, wenn der letzte aufhört zu saufen. Jo. Das heißt, ich habe immer Geburtstag. Nee, du hast ja zwischendurch trotzdem Phasen, wo du nicht trinkst und es muss immer jemand quasi mit einer Flasche, die angebrochen ist, da sitzen und der Abstand zwischen den Schlucken darf nicht länger als 45 Sekunden sein. Das ist die Regel. Wenn der Letzte das nicht mehr macht, dann ist die Party vorbei. Ja gut, das ist ja, ne, also das kriegen wir irgendwie hingewuppt. Vlad und ich müssen einfach nur abwechseln. Ja, aber ihr seid irgendwann halt auch einfach voll. 2 Tage später. Naja, nee, schon ein bisschen eher. Ah, langweilig. Aller 45 Sekunden musst du einen Schluck nehmen, Alter. Das ist schon heftig. Ja, das stimmt. Niemand hat gesagt, wie groß der Schluck. Jule, lass also. Blatt noch ein bisschen Zeit. Aber irgendwann. Also redet dann nicht nochmal mit ihm jetzt, wenn sie nicht das Gefühl hat, dass es notwendig ist, außer halt den Kram, der immer kommt. Er wird sich einigermaßen einkriegen über die Zeit, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, das dachte ich mir schon. Es nagt ein wenig an Jojo, aber... Es liegt nicht an dir. Es ist vielmehr so, dass es an deinen Taten liegt. Ich weiß. Jojo weiß ganz genau, woran es liegt. Weil sie eklig ist. Ja. Jodi. Ja, Jojo hat in den letzten Tagen die Geräte repariert. Easy. Ja, das klingt gut. Das heißt, sie hat irgendwann die Türen zugemacht, damit die Kinder nicht ständig da unten reinrennen. Ah ne, die haben da eh keinen Zutritt, ne? Klar, die müssen langsam anfangen zu trainieren. Ach. Also, Vlads Kinder können da auf jeden Fall rein, weil da eigentlich nicht viel ist, was ihnen passieren kann, ehrlich gesagt. Okay, dann werden die auf jeden Fall ausgesperrt, wenn Jojo da mit dem Schweißgerät rummacht. Das schon, ja. Obwohl, nee, die sollten da eigentlich nicht rein. Eigentlich, wenn man stemmt, dann wirft man danach die Gewichte immer volle Bude auf den Boden und dann, oder zumindest lässt man sie fallen. Ich glaube, die sollten da nicht rein. Judy, egal, sie repariert den Scheiß und macht das, was sonst so anfällt und nimmt ihre Werkstatt mal wieder in Betrieb und so weiter. Easy. Und wir sollten ja irgendwann zu Konstantin. Du sagst also, du wirst irgendwann am Nachmittag mal zu Kaban gehen und versuchen, den zu wecken. Ja. Yep. Es rumst an die Tür. Die Tür geht auf. Morgen. Was kann ich für dich tun? Wir hatten noch einen Termin bei Konstantin. Erinnerst du dich? Was? Wie planen wir es? Das ist jetzt 16.24 Uhr, genau. Ach, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht 16 Uhr sein. Hier? Ach Gott. Ja, ich komm gleich. Boah, Alter, ihr stinkt so bestialisch, ey. Du hast dich ein bisschen auf dein Kopfkissen erbrochen. Ist aber keine Schande, denn Makar, der andere der Alten, hat gestern versucht, als er es nicht mehr anders geschafft hat, in eine Flasche zu kotzen, weil nichts anderes in der Nähe war. Übrigens, das funktioniert gar nicht so gut. Und vielleicht kenne ich jemanden, dem es mal ähnlich ging.
Ernsthaft? Ja, ja. Bist so schlau. Na, wenn du wirklich verzweifelt bist, weil du keinen Meter weit kommst, was willst du denn machen? Du hast diese Flasche in der Hand, Alter. Du kannst auf den Boden kotzen oder du kannst den verzweifelten Versuch starten, was aufzufangen. Was sagt uns das? Wir müssen immer einen Trichtergriff bereit haben. Ach, ja. Trichter so auf den Schluck, schön. Schluck, Schluck, Schluck. Oh! Schluck noch mehr, schluck noch mal, schluck noch mal, schluck noch mal. Schluck, schluck, das ist Brotdruck, das ist keine Kotze. Stimmt, das schmeckt genauso. Boah, das ist so widerlich. Also, Kaban, wie sieht's aus? Soll ich in einer halben Stunde nochmal wiederkommen? Ich geh duschen und dann komm wieder hin. Oh Gott, schalt auf jeden Fall den Lüfter an. Hier riecht's nach abgestandenem, süßen, ach, eklig. Sie geht raus und macht die Tür zu. Ja. Ich mache die Lüftung an. Die Duschen. Was für ein Ding machst du an? Die Lüftung. Wie soll das sein? Okay. Mach das Fenster auf. Also ich meine, ihr habt was, was von außen die Luft filtert, die nach innen kommt, damit die nicht eklig ist. Ja. Aber du hast ja keine Zirkulation. Wenn du Zirkulation willst, kannst du natürlich diese Lüftung von außen auf volle Pulle stellen und deine Tür aufmachen, dann wird das durchs Ganghaus geweht. Das geht. Das lasse ich lieber, da kriege ich Ärger. Denkst du, das riecht anders in den anderen Ecken? An dem Tag tatsächlich häufig nicht viel. Das heißt, es werden alle Türen einfach aufgerissen, damit alles wieder rauskommt. Das stimmt nämlich. Ich sag mal, der Inner hat versucht, in der Flasche zu kotzen. Was denkst du, wie es da aussieht? Wir haben ja im Moment keine Prostys, die sauber machen. Verdammte Scheiße. Mhm. Wir sollten, entweder sollten eure Kinder älter werden oder wir brauchen Prostys. Das eine bleibt gleich mit dem anderen. Es werden einfach die zum Putzen gezwungen, die die größte Sauerei gemacht haben. Ich hätte Geburtstag nicht. Das ist ein System, was sich nicht durchsetzen wird. Verdammt. Welches System setzt sich dann durch? Wer macht dann sauber? Du. Das bleibt ein bisschen so liegen und wenn der Erste dann erneut draufkotzt, der muss. Oh. Der Erste, der es nicht mehr aushält. Hä, bist du bescheuert? Ihr seid eine Gang. Was ist das für eine Schickimicki-Scheiße, den ihr jetzt irgendwie vorhabt? Der Tag nach Geburtstagen ist ein Tag, wo häufig viele Leute viel Zeit draußen verbringen. Das ist schon so, ja. Aber man gewöhnt sich halt dran. Ich weiß, wer als erstes draufkotzen wird. Eins von den Kindern. Dann müssen die halt sauber machen. Sehr gut. Die in der ganzen Suppe dann rumrennen und hinfallen und mit ihren Händen da rumpatschen. Oh Gott, die sind schon in der analen Phase. Willst du nicht wenigstens mal das? Ich würde sagen, die sind bei den Freundinnen von Tamamba. Mit Tamamba. Und die anderen von Konstantin sind schon eine... Oh Gott, die Tochter nicht. Die sind auch weg. Die Eltern sind halt keine Rahmeneltern. Die haben vorgesorgt. Ich glaube, das Jojo kann sowas auch gemacht haben, weil irgendwann bei so einer Party fängt dann mal ein Gänger an, mit Gelmunition auf ein paar Flaschen zu schießen. Aber der ist dann echt betrunken. Oder auch auf Motorräder oder auf Passanten. Du meinst also, Gandhi ist mit dem Jungen ausquartiert? Der durfte nicht mal saufen. Scheiße, Junge. Vielleicht war das Kind auch mit irgendwem anders zusammen weg. Also ich vermute ja, dass Jojo nicht bei der Party dabei war und Gandhi saufen war. Das kann auch sein. Das kann ich mir ja sehr gut vorstellen, wenn die Gänger ein bisschen betrunken sind und die vorbeigebenden Frauen mal auf dem Arsch klatzen, was bei Bolina ein blaues Auge zu einem blauen Auge führt und bei dir zu vielen weiteren Scherben in diesem Raum. Und du hattest also eine ganze schöne Nacht mit deinem Kind. Ist das nicht toll? Das ist wunderbar. Entschuldigung, Jojo, musst du aufs Kind aufpassen. Ist klar. Ja. Ach, du warst eh so betrunken, dass es dir nicht aufgefallen ist. Nein, der Vorteil ist doch, mit Gandhi trinkt wenigstens mal einen auf dich und Jojo, was eben macht die? Die kommt da mit ihrer Apfelschorle. Richtig. Das stimmt. Oh ja, nicht.
Pussy. Hier, Mr. Canterbury, ein Hoch auf Ihren Tag der Geburt. Prost, 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 Prost. Versnoppt. Vorm Knast hätte sie mitgesoffen. Jetzt schiebe nicht immer alles auf den Knast, meine Güte, das war ein Monat, was soll denn da passieren? Oder anderthalb. Und das gute Rein-Raus-Spiel, das ist halt so. Das hat ja wohl nichts mit Alkohol zu tun. Das stimmt. Da muss er halt durch. Juti, ja, nachdem ich dann duschen war und ich mein Zimmer so weit lüfte, wie es geht, und die Dreckwäsche, die in die Dreckwäsche kommt, kommt in die Dreckwäsche. Und dann ab zum Konstantin. Achso, ich pfeife mir übrigens noch Schmerzmittel rein, weil Kopfschmerzen. Das klingt total vernünftig. Ja, Jojo kommt irgendwann wieder. Oder kommst du zu Jojo? Das kann auch sein. Ja, es kann sein, dass wir uns auf dem Flur bewegen. Also, Nur auf dem Flur wahrscheinlich nicht. Die ist dann wieder in ihr Zimmer gegangen. Also. Ja, wenn du zu mir willst und ich gerade rausgehe, dann werden wir uns auf dem Flur sehen. Ja, der Spielleiter ist nur gerade weg. Ich wollte die Zeit überbrücken. Achso, ja, dann hallo Jojo. Bin wieder da. Hi. Kaffee steht da vorne. Oh, nicht jetzt. Kein Kaffee? Ist noch zu früh. Für Kaffee? Also, ich habe ein Grummeln im Magen. Oh, das ist noch viel zu früh für Kaffee, sagst du. Was wollten wir nochmal besprechen bei dem? Wegen der Immobilie, also wegen des Hauses. Ah, das Ding. Ja, gut, ja. Soll ich mich gleich mal um deinen Kater kümmern? Oh, das wäre trocken. Dann versuche ich gleich mal, mich um deinen Kater zu kümmern. Ich setze mich vor dich hin, quasi auf den Stuhl. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Zauber hieß, aber... Entgiften. Das müsste eigentlich entgiften sein, ja. Wie viel Sense hat Carver nochmal? Zu wenig. Ach so. 2, irgendwas. 2,5. Also minus 3. Genau, Force... Force 3, reicht das? Hast du auch Drogen genommen? Wahrscheinlich, ja. Außer naja. THC, weil... Naja. Nova Coke, dann kann man länger saufen. Und noch viel wichtiger, sagst du das, Jojo? Nö. Force 3 reicht. Also, der Alkoholkater ist auf jeden Fall weg. Das ist schön. Und das ist der wesentliche Kater. Der Rest ist eigentlich eher zu vernachlässigen. Du bist ein bisschen ausgelaugt. Und du unkonzentriert und einfach generell fertig. Also als auch so, wenn du eine ganze Nacht durchfeierst und selbst wenn du da nicht viel trinkst, so wie du dich da halt fühlst, ist es nicht so krass. Denn Drogen sind nicht schlimm, Kinder. Genau. Sie machen dich schneller und stärker. Nur zu lange ist doof, aber sonst ist voll okay. Ach, zwischendurch geht das immer. Ich kann nie das halt aufhören. Nein. Was war das Letzte? Du bezauberst Kaban. Es ist bezaubernd. Ja. Ah, vielleicht viel besser. Ah, Dankeschön. Easy. Hört sich gar nicht so easy an. Was? Doch, alles gut. Okay. Was kam so gepresst rüber? Entschuldigung. Nee, ich war nur gerade noch konzentriert. Das war alles. Ah, na gut. Dann Dings. Immobilie. Ja.
Hatten wir uns noch schon eine geeinigt? Spieler, da hatten wir eigentlich schon eine. Uns eine ausgeguckt? Nee, ne, das wollten wir alles noch machen. Ja, jetzt geht's erstmal um den generellen Vorschlag und zu dem Rest kommen wir dann gleich. Nö, wir hatten uns jetzt noch nichts ausgeguckt, aber darum ging's ja. Es ging ja erstmal darum, ob wir überhaupt anfangen, die Arbeit zu investieren. Ah, richtig, deswegen, ja, okay. Willst du jetzt einen Kaffee? Er drückt so ein bisschen auf seinen Bauch rum. Boah, jetzt könnte das gehen. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr schlecht. Sehr gut. Ja, das dann ist Kaffee. Dann kriegst du eine Tasse Jojo-Kaffee. Sehr gut. Das, was der Körper braucht. Mehr Bitterstoffe für den Magen, alter Schwede. Ja, was soll da passieren? Ja, nee. Mehr Koffein. Ich glaube, du bist auf jeden Fall gut durstig davon. Ja, eben. Ja, ich schütte mir das auch unkontrolliert quasi rein. So. Zweite Tasse. Okay. Sehr gut. Jojo schnappt sich ihren Sohnemann und geh mal. Okay. Ja, geht zu Konstantin. Kommt an und geht rein. Ja, klopft ab. Der muss erst dann irgendwie, also, ich sag mal so, deine Lieblingsmarke, Wodka und Bier stehen da in ein paar Flaschen auf dem Boden. Dann das Comlink von Vlad liegt da mit feinem Staubresten. Ihr müsst da zu dritt erst dann auch ein bisschen gefeiert haben. Offenbar unterhaltsam. Kann ich mir nicht dran erinnern. Ja, das muss ein guter Paterparty gewesen sein. Sehr gut. Boah, jo. Morgen. Was Mahlzeit? Es ist 16.50 Uhr. Stimmt. Ich weiß nicht, wie lange du schon wach bist, deswegen war das jetzt pro forma. Ich begrüße heute alle schon den ganzen Tag so. Also, warum seid ihr schon wieder hier? Weil du uns gebeten hattest, heute nochmal vorbeizukommen. Also ja, das stimmt. Du bist auch so ein Kandidat, das kann ich mir ja gar nicht mit angucken. Es ging um... Halt mal still. Nee. Es ging um... Immobilien. Wir sind unter die Makler gegangen. Also noch nicht, aber haben's vor. Hä? Ach, pass auf. Insbesondere nachdem der ganze Deal mit der Warrior jetzt geplatzt ist und wir im Augenblick ein bisschen am Straucheln sind, war der Plan, langsam aber sicher dafür zu sorgen, dass wir stetige und konsistentere Einkommensquellen bekommen. Es geht um das Haus, ne, sag doch so, Immobilie, Alter, das Haus. Ja, genau, das Haus. Na, dann sag das doch einfach, bist du dumm. Muss doch kein Latein mit mir reden. So nämlich. Was wolltet ihr jetzt mit einem Haus? So, Kohle. Und zwar eine mehr oder weniger, naja, so eine halblegale Geschichte auf jeden Fall, die man zum einen auch nochmal nutzen kann, um irgendwas zu lagern, die zum anderen aber auf jeden Fall dafür sorgt, dass wir zwar nicht reich damit werden, aber auf jeden Fall stetig ein bisschen Kohle dadurch bekommen. Ein gewisses Grundrauschen. An einem. Also. Und das wäre jetzt Teil 1 dieser ganzen Geschichte und des Plans. Hatte ich ja nicht auch irgendwas gesagt mit einem Sarghotel? Mhm. Ja. Na gut, pass auf. Auf jeden Fall nicht halblegal, sondern illegal. Weil wir haben so viel halblegalen Shit und was sollen doch Schweden noch alles machen? Und das kann auch keiner dann richtig verwalten außer ihm, weil wir uns mit dem Kack nicht auskennen und da hat auch keiner Bock, das hier zu lernen. Wir machen das schön schmutzig. Und schöne illegal.
irgend so ein Ficker jetzt da schon, der was macht, und zu dem geht er einfach hin und sagt, das ist jetzt unseres, du drückst an uns ab, du hässliches Schwein. Ihr macht doch beide auch den ganzen Runner-Kram. Da kann man doch bestimmt auch mal da so ein Safe-Room einrichten für die Ficker, oder? Ja. Ja, geil, dann macht das doch. Aber dann müssen wir mehr Kontrolle darüber haben als einen Typen, der uns einfach nur ein bisschen Kohle zahlt. Ja, dann... Wir müssen dann sagen, der Igel wohnt jetzt hier. Ja, das macht er nämlich. Ja klar, wisst ihr Bescheid, wie es läuft. Ihr macht das, aber überlegt euch vorher, wer das Ding dann verwaltet, weil ihr wieder macht das nicht. Also da muss jemand sitzen, der das dort macht, das könnt ihr bestimmen, das ist mir Wurst. Aber irgendjemand aus der Gang muss dann sich darum kümmern und das macht ihr beide nicht. Okay. Nee, lass es mal Paulina machen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Die ist hier scheit genug und die hat nichts zu tun. Und wenn irgendjemand mal Stress macht, dann hat er genau den richtigen. Genau, und dann hat sie noch zwei riesige Kräne an den Schultern gepappt und mit denen macht sie alles tot. Und ihr wieder habt ihr noch zu tun. Demnächst. Also du jetzt schon, Wurstel. Hm. Schön. Gut. Natürlich seid ihr trotzdem, also ich meine, ihr quartiert dann dort irgendwelche Leute, die sich geheim verstecken ein. Und das erfährt auch kein anderer von uns. Aber generell die Verwaltung, die macht Paulina. Das quatsche ich auch mit dir ab, glaube ich. Gut. Na dann, okay. Kauft uns jetzt dieses Haus. Dann schauen wir mal. Aber nicht so ein schickimicki 5-Sterne-Ding, ne? Nee, das wird schon was Schmieriges. Da 4 Sterne. Da muss die Hälfte der Zimmer eigentlich unbewohnbar sein wegen Schimmel, dann können wir drüber reden. Aber versteckter Schimmel. So, wir reden so von 10 minus, Leute. Okay. Ja, man, sonst treffen wir uns doch hauen uns auch die Bullen zu sehr auf Dates. Zum Beispiel. Macht ja keinen Bock. Na klar, macht er. Jute. Dann gucke ich immer von links nach rechts. Bitte? Ich gucke immer von links nach rechts, so von wegen Hambas. Aber das ist natürlich nicht Tage. Guscht euch und nehmt die Flaschen mit. Jawohl, Flaschen aufräumen. Hey, das gute Zeug. Schöne Sache. Da ist noch ein Spuckschluck drin. Könnten auch ein paar Kippen drin sein, aber da ist noch ein Spuckschluck drin. Ja, aber nicht den Spuckschluck. Vor allem nicht mit den Kippen drin. Es gibt doch genug gute Plörre. Kaban muss ja nicht den Dreck trinken. So tief ist er noch nicht gesunken. Eben. Und ich habe meinen Alkohol gerade erst gehabt. Ich habe noch genug Alkohol im Blut. Alles easy. Das stimmt. Na dann. Ja, Jojo geht. Nimm ein paar Flaschen mit. Jojo. Ich nehme auch ein paar mit. Und Platz Comlink. Was ich dann quasi bei ihm vor's Zimmer lege, beziehungsweise halt irgendwo dahin, wo er ist, ne? Na, nochmal schön mit dem Zeigefinger übers Display und mal kurz in den Mund stecken. Ja, wenn jemand das sieht. Na klar, das gute Zeug, das ist ja auch eher für den Geschmack. Da passiert ja nichts. Eben. Kann ja nicht schaden. Und war viel zu teuer. Und das war jetzt übrigens ernst gemeint, aber da wirst du auch wirklich nichts davon merken, das ist echt irrelevant. Gut. Es prickelt nur im Bauchnabel. Also. Ah. Das reicht ja schon. Das stimmt. Jojo bringt ihren Sohn dann erstmal zurück ins Zimmer. Das ist genug der Zerstörung, hat er gesehen. Okay, also da liegt aber jetzt der Schwede.
Du willst mir jetzt aber nicht diese Radauquelle liefern, oder was? Nee. Gott sei Dank. Ich wollte die eigentlich nur aus dem Schussbereich bringen. Ich bring den ins andere Zimmer, alles gut. Ja, easy. Ich werde mal Zoja bitten, dass sie mal alle halben Stunden gucken kommt. Der Zwerg hat mich abgefüllt. Zwerge sind das Böse. Nee, das kann ich bestätigen. Jojo verteilt noch mehr Antikater-Zauber. Ach so. Na klar. Scheiße, Alter. Junge. Der macht das Saufen richtig Spaß. Du hast keinen Kater danach. Na gut, dann kann er sich sogar selbst um die Radauquelle kümmern. Das muss er aber gar nicht. Na okay, gut. Du bringst ihn in dein Zimmer. Ja, wir können sich auch mit Kaban da hinsetzen. Wenn der da bleiben will. Jetzt verstehe ich, okay. Die will nur nicht, dass der Sohn durch Scherben und Kotze kriecht. Ja, besteht die Mann. Ja, ne, das ist ja okay. Der muss er abkönnen. In dem Alter. Ja, das kann er abkönnen, wenn er ein paar Jahre älter ist, aber jetzt noch nicht. Ich habe gehört, dass sogar unabhängig vom Alter Scherben immer gleich scharf sind. Das mag vielleicht sein. Aber es ist völlig irrelevant. Außerdem muss er dann schon wieder gebadet werden und das. Also muss das Boot abkönnen, Herr Kaloy. Was? Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloy. Nee. Ich finde nicht. Ich meine, ich lasse dich ja auch nicht barfuß durch den Gemeinschaftsraum laufen. Das stimmt allerdings. Siehst du? Und so oft, wie der sich nur auf die Nase legt, hat da niemand was von. Besonders ich nicht, weil er da nämlich die ganze Zeit brüllt wie am Spieß und da habe ich keine Lust drauf. Da magst du vielleicht schon rechnen. Laut genug. Was wolltet ihr eigentlich abends um 11 hier? Ihr habt mir fast die Tür eingehauen. Was? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer das war, aber irgendwie, ich konnte das dann nicht mehr erkennen, weil die Sprache schon so verwaschen war. Ich komme nicht mehr dran. Ich weiß es nicht. Ich hab's für besser gehalten, die Tür einfach mal zuzulassen. Vielleicht war es sonst gut, ja. Ja. Ich glaube auch. 11 um 11. Keine Ahnung. Hat die Party doch jetzt angefangen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall das erste Mal. Ich glaube, das zweite Mal war nachts um 3. Ich glaube, Vlad wollte mit mir reden. Ich weiß es nicht mehr. Was wollte Vlad mit mir reden? Der sagt irgendwas von die Pussy muss saufen kommen und ach. Okay. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ach. Muss ich ja vielleicht mal aussprechen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Der Typ hat voll betrunken, also von daher. Ich halte das für höchst unwahrscheinlich. So oft, wie mein Bruder sich beschwert hat, wenn ich auf irgendwelchen Feten mal zu tief ins Glas geguckt habe. Puh. Ich weiß von nichts, das war alles ein bisschen schwammig gestern. Das glaube ich. Ach Gott, ich bin immer noch fertig wie Sau. Na gut. Ich kann dir noch einen Kaffee anbieten. Nee, danke. Ich erst gleich erstmal was. Das klingt echt vernünftig. Ja, zwischendurch habe ich auch mal gute Ideen. Na dann. Bedien dich. Oder hast du selbst noch was?
Davon gibt's Schnittchen, habe ich gehört. Was? Wo gibt's was? Schnittchen? Schnittchen. Okay. Also eigentlich sind's Burger, glaube ich, aber... Na dann, hau rein. Eben. Irgendjemand hat jedes Stück Fleisch von jedem Burger gegessen. Ja, sind doch nur Schnittchen. Ja, macht ja nichts. Man kann ja einfach Aufschnitt nehmen, also sprich aus dem Säugucker sich das bereiten lassen. Aufschnitt. Und da einfach draufklatschen. Dann hat man wieder Fleisch auf dem Burger. Das klingt total vernünftig. Ja. Schnittschnall. Dann kann Kaban sich den Bauch vollschlagen. Ja, eiskalt. Jo. So. Und danach würde er durchgehen quasi, was sind, welche Länder denn in den wir Erwägung ziehen könnten, mit der Aussage von gerade eben. Naja, einiges am Rande vom D-Gebiet, aber dann gucken die sich einfach mal ein paar Sachen an, was so geht und was nicht und ob es da überhaupt ein passendes Objekt gibt. Wonach sucht ihr denn genau? Ja, und sage war Sarghotel, also Sarghotel. Sarghotels in der schlechten Gegend, also wahrscheinlich am Rande des D-Gebiets. Wozu haben wir uns denn letzte Woche unterhalten? Ihr hattet doch gesagt, ihr wollt ein Haus, was ein Sarghotel beinhaltet, aber auch normale Wohngebäude. Ja. So, bis maximal vermutlich 30 Stockwerke oder so, oder vielleicht 40. Ja. Wir wollen ja nicht übertreiben. Schön abgefuckt. Nahe D-Gebiet ist da vermutlich sinnvoll. Weitere Wünsche. So weit weg von irgendwas, was, wo wir sowieso schon Ware schieben. Wenn es möglich ist, weil dann kann man, wenn es schief geht, von beiden Seiten halt sich immer unterstützen, weißt du? Ja, das wäre ja was, wo ihr dann eher andere kleinen Gangs vermutlich verantwortlich macht, da aufzupassen. Ah, weil das könnt ihr eh nicht. Seid zu wenig. Selbst mit Prossies werdet ihr zu wenig sein. Das ist dann immer noch sinnvoll, da anderes für zu nehmen, weil so wichtig ist das Ding ja dann auch nicht. Die Leute, die dort sind, sollen ja nur so lange überleben, bis ihr an ihr Rast kommt. Das ist ja der Witz. Okay, aber ich verstehe den Punkt, ja. Ja, natürlich in unserem Turf, auch möglichst weit genug in unserem Turf, dass es nicht sofort von der Red River Gang irgendwie angedingst wird. Also gut, also ihr habt ein Objekt, wo gerade eine andere Minigang drin ist, aber die scheint relativ aggressiv und relativ protektiv. Es ist nicht so... Die ist in unserem Gebiet? Es ist nicht so, als würde die nicht an euch bezahlen. Aber wenn ihr das Ding haben wollt, dann müsst ihr sie vermutlich töten. Ich weiß, das stört dich jetzt nicht. Aber die sind wirklich motiviert. Und ihr kriegt halt schon was von denen. Ein anderes Objekt, da... Der Typ führt das zwar illegal, aber da ist niemand so richtig rangegangen, weil das Ding nicht wirklich interessant war. Vor allen Dingen, weil es einfach erst jetzt wieder so existiert, weil es früher in... Also es ist in dem D-Gebiet, wo er früher in der Mord rum war. Das ist aber jetzt wieder... Ich sag mal, er hat es nicht renoviert, aber er hat es lebenstüchtig gemacht. Da leben ein Haufen Squatter drin. Und haben da auch... Ein paar von denen haben ein paar Sachen repariert, die halt zumindest lebensnotwendig sind. Sowas wie Strom ist da nicht angeschlossen. Also da müsste man die Stadtwerke ein bisschen austricksen. Wäre prinzipiell auch möglich. Und natürlich, dass in dem D-Gebiet ist. Die Sache ist halt, da musst du vielleicht ein paar mehr Leute abstellen, weil dort sonst viele versuchen würden zu übernachten und bezahlen würden durch Tauschhandel, was... Bestimmt nicht so, dass es was ihr wollt, aber dafür ist es halt in einem Gebiet, wo die Bullen eher weniger reinkommen, wenn da mal irgendjemanden versteckt oder so. Das ist aber reichlich sinnbefreit, weil das nichts ist, wo du Kohle mitkriegen kannst, wenn das so abgefuckt ist. Das stimmt. Und das dritte? Auch am Rande zu Sokol sein? Das heißt, da darf man dann nicht unbedingt alle Leute drin erschießen? Also... Einmal darf man das, aber nicht jede Woche, weil ansonsten könnte es doch mal sein, dass die Polizei darüber marschiert.
ich meine, die lassen das Ding in Ruhe, aber wenn dort ständig irgendwelche Granaten durch die Gegend schmeißt oder so, dann gucken die schon mal groß, dass sie mit einem Mannschaftstransporter kommen und uns das die da mähen. An sich, irgend so ein Typ managt das gerade, das macht er garantiert nicht legal, aber er drückt genug an die Bullen ab, damit sie dann nicht sagen, Junge, 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 wo ist denn deine Lizenz? Oder dein hier Werbe, du weißt schon, Steuer, Steuer. Das würde auch in Zukunft so weiterlaufen müssen, aber der Anteil ist echt lächerlich. Den an die Bullen bezahlt, heißt, also selbst wenn ihr das Ding übernehmt, dann müsst ihr halt an die Bullen nicht viel blechen. Und ja. Das Ding ist relativ, relativ gut in Schuss. Und liegt an einer Hochstraße, die halt dann auf so einem größeren Platz für oder an mehrere Parkplätze führt, so LKW-Parkplätze, wo dann halt Waren umgeschlagen werden von Konzernen, heißt, da sind die ganzen Truckerfahrer immer drin. Auch die Nähe zum örtlichen Puff spricht für dieses Ding. Da wäre ich für. Also ich meine für die Truckerfahrer, aber ja, ich verstehe. Ja, nee, ich meine, das ist halt rentabel von sich auch schon. Ja. Und wenn da mal ein Trucker vorfährt mit seinem Wagen, ist das gar nicht so auffällig. Das ist auch ganz praktisch, gerade wenn wir gedenken, über kurz oder lang auch nochmal ein bisschen mehr Kontakt in die Schmuggelszene zu kriegen. Sie. Also unten ist das Sarkhotel und dann oben sind die normalen Wohnungen. Das macht beides der gleiche Typ. Die normalen Wohnungen sind natürlich von normalen Lohnsklaven bevölkert, aber selbst für ihr Schneue sind die ein bisschen unterbezahlt und haben ein bisschen wenig. Also die Wohnungen sind halt ein bisschen schlechter als normale Schneue Wohnung. Je weiter oben, desto schlechter natürlich, versteht sich. Aber dafür mit besserer Aussicht. Klingt auch vernünftig. Ja, dann machen wir ganz oben, reißen wir alles raus, machen da alles neu und bauen dann Safehouse rein. Oder eine Aussichtsplattform. Und auf der Exitplan Safehouse ist dann aufs Dach klettern und sich dann abseilen an der Seite. Voll Mission Impossible. Also ihr sagt, ihr nehmt da eine Wohnungsreihe raus und baut da einen zweiten Fahrstuhl rein, von dem keiner weiß oder so? Ja. Oder weniger aufwendig, ihr reißt, zieht zusätzliche Wände in Wohnung ein und baut dahinter eine versteckte Leiter oder sowas. Und noch weniger aufwendig, wir machen das in einem der unteren Stockwerke. A, ist dann der Weg nicht so weit. Und zum Zweiten hauen wir uns da nicht eine komplette Wohnungsreihe kaputt, für die wir ja auch noch was kriegen würden, um die Leute dann da rauszukriegen. Nee, mit dem Fahrstuhl, das wäre eh plus Flachs. Du kannst halt, wir wissen, ich meine, du hast Industriemechanik, aber komm schon, ein Fahrstuhl, nein. Ich meine, du ziehst halt irgendwie eine Wand von der Länge 1,50 Meter mal 1,50 Meter da rein, dass du in der Ecke quasi ein bisschen verkleinerst und da baust du eine Leiter rein und bohrst einfach die Böden auf. Ja, aber das bedeutet trotzdem, dass man das einigermaßen weit unten machen muss, denn 40 Stockwerke runterklettern dauert halt einfach ewig. Das stimmt halt. Du kannst ja daneben noch eine Feuerwehrstange installieren. Ist halt, ja, du fliegst halt trotzdem runter. Aber da könnte man zur Sicherheit noch eine Enterhaken, einen Liftboy installieren. Die Leute dürfen nur nicht zu schwer sein. Na, da kannst du auch was Besseres als einen Liftboy installieren. Ja, zum Beispiel einen Flaschenzug. Ja, zum Beispiel. Oder halt einfach so eine Feuerwehrstange mit einer Plattform, die halt noch irgendwie bewegt wird, mechanisch. Ja. Da könntest du halt immer nur einen auf einmal runtertransportieren. Deswegen sage ich, ja, man geht einfach an die Decke. Das ist einfach, man hat einfach eine Seilwinde oben auf dem Dach, an der man dann einfach runterspringt. Ja, aber nicht außen, weil wenn es soweit ist, dass da wirklich jemand an die Leute ran will, dann sind die da draußen auch mit Drohnen und wenn du dich dann da abseilst, bist du auf dem Präsentierteller und Drohnenfutter. Zusätzlich zu der Tatsache, dass sich halt einfach nicht jeder abseilen kann, dazu braucht man doch Freifall. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mal Klettern, sondern Freifall. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, tatsächlich günstiger, das wesentlich weiter unten zu machen. Dann können die Leute nämlich runterklettern und so einen extra Schacht einzubauen, der halt, keine Ahnung, so aussieht wie ein Luftschacht, aber keiner ist. Und du musst halt einfach nicht 700 Böden und Decken durchstanzen, sondern nur 400. Das 48.000 mal weniger Arbeit.
3 Millionen mal mehr Effizienz. Ja, ich glaube, dann fangen wir jetzt erstmal an mit irgendwelchen Recherchen und gucken und Krams und ja. Worüber willst du denn recherchieren? Na, ich möchte zum einen wissen, was das für ein Typ ist, der das jetzt gerade hat. Ich möchte wissen, wie eng der mit irgendwelchen Bullen verwandt oder verbändelt ist. Ich möchte wissen, wie sehr irgendwen was wie stören könnte und so weiter. Das Ganze drumherum halt, das Portfolio des Typen. Globul, Mensch, 47. Höchst unehrenhafte Entlassung aus dem russischen Militär nach nur einem halben Jahr Dienstzeit. Offensichtlich hat er einen Panzer in ein Flugzeug gefahren. Und dann versucht zu wenden. Er hat den Rest seines Lebens dafür auch noch einiges abzubezahlen und natürlich wurde ihm die ganze Cyber rausgerissen, was darin resultiert, dass er zum Beispiel nur noch einen Arm hat. Und er hat sich dann erneut Cyberaugen, also neue, einbauen lassen, weil die alten muss er natürlich abgeben. Die funktionieren auch, aber offensichtlich nicht so gut. Polizei, na, die kommen und verlangen Geld und da gibt es ihn und mag sie nicht, aber okay, was will er machen? Von Kriegstraumata ist nicht die Rede, aber er war ja auch einfach nie im Einsatz. Ah ja, außer natürlich, dass er fast taub ist, weil die das Rausnehmen der Ohr-Cyberware war aber irgendwie anscheinend. Die Erste hatten halt auch bald mal Feierabend, da kann man sich ja auch mal beeilen und so ein Trommelfell durchstanzen, das kann ja schon mal passieren. Einfach durch sein Aussehen mit seinem markanten männlichen Käfer und seinen vielen Tattoos und so, bringt die meisten schon dazu, dass er halt ihn nicht versuchen zu ficken. Aber bis vor kurzem haben auch einfach noch seine Söhne dafür gesorgt, dass dort Ruhe im Karton ist, wenn jemand kommt und Stress wollte, weil die meisten, die dort kamen und Stress wollten, waren halt Penner mit einem Messer oder so ein Shit. Und die waren da ganz gut geeignet, die sind aber leider im Krieg Trophäen. Vielleicht wart ihr auch dran schuld, wer weiß das schon so genau. Ups. Tatsächlich wart ihr nicht dran schuld, das war eine dieser Aztec-Aufräumaktionen. Lange nicht. Hey, was soll denn, was bist du denn jetzt? Jetzt mal im Ernst, kann ich mal, also jetzt mal hier. Genau. Der ist schon jemand, der auf jeden Fall, um vor gewöhnlichen Leuten sein Hab und Gut zu verteidigen, ordentlich weit geht und der sich gerne mal die Hände schmutzig macht. Allerdings hat er auch jetzt einfach keine Söhne mehr. Die sind ihm ausgegangen. Und er ist nicht rechtzeitig genug in der Nachproduktion eingestiegen. Eieiei, fataler Fehler. Also wegen seiner Söhne ist er überhaupt erst zum Militär gegangen und vielleicht vielleicht haben sie die ihm auch rausgenommen. Nein. Und wissen Sie was? Sie schulden uns noch 400.000 Yen und dafür nehmen wir ihre Eier. Nein. Aber ich glaube, die Frauenwelt ist nicht mehr ganz so erpicht auf ihn. Auf den einarmigen Banditen. Natürlich Pete. Ach ja, das Bild erinnert entfernt an Ildar Mishin. Und damit meine ich nicht, dass Verwandtschaftsgrade existieren. Einfach von der Darreichungsform und vom Duktus scheinen da Ähnlichkeiten zu existieren. Eklig. Nee, sehr geil. Eklig. Daddy, weißt du noch, wer Ildar Mishin ist? Nicht ganz. Der Flughafentyp. Dann solltest du einfach mal meinen Finger küssen. Oh Gott. Oh Gott. Der richtig widerwärtige. Mhm. Der richtig, richtig widerwärtige Typ. Daddy fand den damals nicht so schlimm. Der wollte, dass du seinen Finger küsst. Du wolltest ja nicht. In der Tat. Küss jetzt seinen Finger. Das waren noch Zeiten, da war das Leben noch schön und einfach. Ja, wir hatten nicht ganz so viele Probleme. So, nur die ein oder zwei. Hält uns jetzt davon ab, den Typen einfach da rauszuwerfen? Nee, jetzt halt die Bullen. Das ist auch das Einzige. Das heißt, wenn wir die richtigen Bullen ansprechen, können wir ihm sagen, hier, wir zahlen übrigens jetzt hier
Er zahlt doch nur an die Bullen, weil er derjenige ist, der das jetzt macht. Den Bullen ist das doch scheißegal, von wem da die Kohle kriegen. Genau, wir sollten es nur vorher den Bullen sagen, dass wir die Kohle jetzt von uns kriegen. Nee, das können wir denen dann sagen. Warum sollen wir denen das vorher sagen? Hinterher ist da noch einer nett und warnt den. Ich meine, weil die dann... Also wenn er, wenn wir hingehen, dem Typen in den Kopf schießen und er sagt, so in dem Moment ruft er noch die Bullen, dann kommen die Bullen halt vorbei. Ist ja blöd. Wenn wir sagen, übrigens, wir bezahlen euch jetzt, schießen ihm dann in den Kopf, dann ruft er auch nicht die Bullen. Wir rufen einfach von dort aus die Bullen an. Also warum denn? Der Typ verschwindet einfach und dann ist gut. Okay. Der war einfach weg. Die Spielleiter, da ist es doch eigentlich nicht üblich, an die Bullen Schutzgeld zu zahlen. Das ist doch keine Schutzgeldvereinbarung, sondern nur eine Wir-ficken-dich-nicht-Vereinbarung, oder? Was weißt du denn? Da müssen wir den mal fragen. Ich möchte das bitte herausfinden. Also ich sag mal, der würde in der Datensuche zum Beispiel echt nicht helfen, deswegen... Nee, aber ich kann mich ja, nachdem ich weiß, wer der Typ ist, in seinem Umfeld mal umhören. Der wird ja wohl irgendwas tun, der wird ja nicht nur in seinem Haus sitzen. Dann würfel mal Charisma und verhandeln. Echt jetzt? Na, du kannst auch Charisma und Einschüchtern würfeln oder Charisma und Überreden. Warte. So. Guck mal. Überreden. Wo hatte ich denn Einschüchtern? Das konnte ich doch auch. Da. Also ist beides besser als verhandeln. Verhandeln war auch eher ein Witz. Okay, also was ist jetzt wichtiger? Überreden oder einschüchtern? Das ist die Methode, auf die du das Ganze versuchen willst. Versuch es jetzt erstmal mit überreden, weil ich nett bin. Du bezahlst ja auch Steuern, weil du nett bist, ne? Hm. Na, Jürdi, die Bullen haben ihnen bei vergangenen Sachen nicht aus der Patsche geholfen, obwohl er an sie geblecht hat. Okay, dann ist es also ein Wir-ficken-dich-nicht-Schutzgeld. Das ist okay. Dann fahren wir da jetzt einfach hin, nehmen den mit und sagen, der Igel wohnt jetzt hier. Ja. Naja, hat er irgendwas, na gut, der wehrt sich halt, aber hat er sonst irgendwas in seinem Dingsbums, was, nö, wahrscheinlich nicht, ne? Also außer seine Söhne ist nichts bekannt, dass er noch irgendwie, Backup hat oder so. Nichts bekannt. Lofia hat halt ein, zwei Mal vorbeigeschaut und mit dem Kaffee getrunken. Achso, ja gut, das ist ja normal. Ja. Okay. Ja, dann hinfahren. Was nehmt ihr denn mit, um da einen richtigen Eindruck zu machen? Mich. Und, was sind wir noch mit? Also, unsere Kniffen, schwere Pistole ist auf jeden Fall standardmäßig dabei. Ich möchte bitte meine Schrotflinte mitnehmen. Welche? Ne, nicht die Sturmschrotflinte, die ist ein bisschen übertrieben. Also die richtigen Termini wären entweder Gulaschkanone oder Konfettikanone. Ja. Konfettikanone. Achso, na, die kannst du mitnehmen, ja. Ich nehme, glaube ich, eine Maschinenpistole mit. Und Pistölchen und ein Messer. Jo, und die Standardsachen halt. Und Körper bestimmt da ganz zufällig in Knüppel, einfach nur weil... Nee, den hab ich mit, weil es mein Joystick ist. Ja, aber und Knüppel habe ich auch. Daddy ein bisschen angekichert hat, weil er unbedingt Knüppel mitsteigern wollte, hat er letztes Mal auf jeden Fall dann gesagt, ich nehme auf jeden Fall einen Knüppel mit und ich werde ihn auf jeden Fall benutzen und gebrauchen. Ja, ich habe auch einen Knüppel gekauft. Ja, ist ja auch okay.
Ist es wenigstens ein ausfahrbarer Schlagstock? Na sicher. Ich bin nur Zoom. Bis jetzt mein Kumpel. Geil. Na, Jödi. Also, ihr fahrt dahin. Und es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Oh, sehr gut. Jojo hat Schmerzen. Fahrt ihr mit Motorrädern hin? Ich denke, oder? Ja, aber die stellen wir, glaube ich, ein bisschen weiter weg ab. Nicht direkt davor. Gut. Wenn dann doch mal jemand der Anwohner jemanden anrufen sollte, dann müssen wir nicht sofort. Ja. Geht auf das Gebäude zu. Von innen aus dem 12. Stock hört ihr einen Schuss. Hä? Jetzt schon? Ja. Aber also kein Glas zersplittert und neben euch schlägt nichts ein und auch sonst nirgendwo. Alles gut. Da geht ja schon gut los. Jupp. Na dann. Außerdem. Lauter Hip-Hop aus Etage 4. Um kurz meine Schulzeit und die wunderbare Sitzstellung meiner Person zu verdeutlichen, darf ich rezitieren, und zwar aus dem Kopf. Es ertönt laut heiß. Teilen macht Spaß, teilen macht Spaß. Reich die Muschi rum, reich die Muschi rum, rum. Eine für alle, teilen macht Spaß. Dankeschön. Schön. Das ist, Bravour. Also, schöne Sache. Schön rezitiert. Wie Goethe, ich hab's noch drauf. Yep. Furchtbar. Gut, ich würde sagen, als erstes den 4. Stock, das ist viel schlimmer, ist ein Anschlag auf die Ohren und dann den Typ mit der Knarre. Also ihr geht da unten rein, unten sitzt der einarmige Bandit. Namens Globul. Hallo. Ein Zimmer oder so, ein Sarg oder eine Wohnung. Alle. Wir nehmen alle Wohnungen. Zeigt ihr eure Tattoos? Ja. Jo. Ja. Also, ihr wollt den Laden übernehmen. Na gut. Ich mache euch ein Angebot. Für ja, 5 Ordnungen zeige ich euch die ganzen Juden und schlechten Söhnen der Butze. Und dann verpiss ich mich. Was hat er gesagt? Ich habe den nicht verstanden. Für 500 Nuyen zeigt er uns die ganzen Juden und schlechten. Die ganzen Juden und schlechten Dinge in der Butze. So von wegen Strom, Scheiße, Wasser. Ich nehme mal an, Jojo ist relativ gut dazu in der Lage, sowas auch selbst zu erkennen, oder? Weil sie traut dem Typen nicht. Ja. Die Sache ist halt, Erfahrung ist halt immer ein nützliches Tun. Natürlich kannst du das. Es kann sein, dass es länger dauert, wenn du nicht traust. Wird es halt lange dauern und du schaffst es. Daddy, du hast übrigens das Gefühl, dass er dich mit den Augen auszieht. Geil. Es ist, Jojo trotzdem nicht so. Jojo guckt ihn an, versucht ihn einzuschätzen. Er hat übrigens
Auch deswegen, weil Kaban der Einzige ist, der gesprochen hat und Valenciennes unten auch ist, na selbstverständlich den Eindruck, dass Kaban hier was zu melden hat und du das mitbringen bist. Hm. Du bist vermutlich der Prosi oder so, keine Ahnung, was da läuft. Jojo guckt ihn an, mustert ihn, knallt ihm einen Crabstick auf den Tisch. Wenn du irgendeine Scheiße versuchst, reiß ich dir die Eingeweide raus. Nur damit das klar ist. Kein Stress, Alter. Das geht schon so, das kriegt man hin. Gut, und dann red mal deutlich. Ich will was verstehen, wenn du mir was erzählst. Ja, Die Lehrerin, die sagte deutlich. Ja. Los jetzt. Ihr stibitzt sich das Stickchen und fängt im Keller an. Es ist die wirklich langweiligste Wohnungsbesichtigung, die man sich überhaupt vorstellen kann. In der Tat ist sie aber nicht ganz unnütz. Es gibt einfach Stellen, wo zum Beispiel Jojo hätte erkannt, hier und das funktioniert nicht, und dann hätte sie ewig nach einem Fehler gesucht, und er weiß, wo ungefähr der Fehler liegt, aber ist zu blöd oder zu faul oder es lohnt sich nicht für ihn, das zu beheben. Das heißt, du kannst ja schon mal hier Notizen machen, wo überall im Hause es Dinge zu verbessern gibt. Sie macht sequenzielle Aufnahmen oder quasi Notizen irgendwie mit Gedingse, damit sie sich das hinterher, sie hat zwar ein sehr gutes Gedächtnis, aber du sagst sonst wieder, sie kann sich nicht alles merken, also macht sie das so. Das halte ich für vernünftig. Das Ding hat echt viele Stockwerke, verstehst du? Und da gibt's echt viele Mängel. Ja, deswegen nimmt sie jetzt quasi jeden dieser Mängel irgendwie auf. Schöne. Außerdem hat er selbst so ein paar Sachen gehabt, die ganz gut sind. So ein paar versteckte Fächerchen und so ein Kram, die man halt mal sich vormerken könnte. Er wird aber schon, also wenn er euch so ein Fach erklärt, würde er sich dann selber vielleicht das rausnehmen, was da drin war. Weil er geht ja jetzt, weißt du, man hinterlässt ja eigentlich das Ding aufgeräumt. Komm, was ist denn da drin? Nichts, was im Verhältnis von Wert ist. Okay. Und letzten Endes hat er den Kram lang genug gehabt, soll er es mitnehmen. Wenn er keinen Stress macht und einfach so geht, ohne uns Ärger zu machen, dann ist Jojo das verhältnismäßig egal, wenn er da jetzt nicht anfängt, Riesenwerte rauszuholen. Es sind echt keine Riesenwerte. Dann soll er das mitnehmen, das stört Jojo überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn er dann einfach friedlich verschwindet, weniger Arbeit für uns. Das ist schön. Also ihr arbeitet euch von unten nach oben. Das dauert lächerliche 2-2,5 Stunden, Daddy. Hast du schon mal 2-2,5 Stunden Langeweile gehabt? Schon öfter. Zeig mich doch mal so eine Selbstbeherrschungsprobe. Muss ich nicht. Ich hab ja hin und wieder ein bisschen Zeit. Du hast hin und wieder was? Ich hab ja langsam noch ein bisschen Zeit, also ist ja nicht. Ja, aber es wäre jetzt tatsächlich wichtig, dass du diese Probe machst. Du dürftest für diese Probe, auch wenn du das wünschtest, Edge benutzen. Ich sag dir mal nicht, was der Mindestwurf ist. Es geht nicht darum, dass du mal einen Schluck nimmst. Es geht darum, ob du vielleicht den Schluck zu viel nimmst. Es wäre langweilig, wenn. Und ich will ja nicht fies sein, also gebe ich dir die Gelegenheit zu zeigen, dass du ein Typ bist, der auch mal wieder stehen kann. Ich darf Edge dazu nehmen, sagst du? Willst du das unbedingt? Davor oder danach? Du kannst mit deinem Edge ganz normal alles machen. Wie viel Edge habt ihr noch? Ihr dürft noch alles haben, ne? Nee, wir dürften nicht mehr alles haben. Wie viel habt ihr denn zurzeit? Also ich hab noch 3. Es sei denn, wir haben zwischendurch Edge wiederbekommen. Ich hab jetzt keins mehr. Aber ich hab 5 Erfolge. Ich bin ja nicht ganz abschädelt. Jeder plus ein Edge. Daddy? 5 Erfolge jetzt. Ja, also der Mindestwurf wäre 3 gewesen und ich hätte dir quasi einen Würfel abgezogen jetzt in der nächsten Zeit für jeden Erfolg unter 3. Aber easy. Du bekommst das aber nicht als Bonus. Oh. Ich weiß. Gut. Der Zeugstetas, ihr arbeitet euch von unten nach oben. Allerdings ist es natürlich schon so, dass er selbst, ihm fallen auch mal ein paar Dinge ein. Das heißt, wenn ihr von oben nach unten geht, dann
gibt's halt hier und da noch mal was und dann passt das auch. Und gegen Ende, ihr müsst jetzt noch mal bitte Menschenkenntnis, ja, Menschen, überreden und enttischen. Oha. Die Alte ist hier, witzt. Klar ist sie das. Tja. Also, Jojo. Wie gesagt, ihm fallen Sachen ein, aber er wird ein bisschen nervöser, wenn er weiter runterkommt und ein paar der Sachen wirken, als hätte er nicht wirklich vergessen, dass er euch das schon mal erzählt hat, sondern macht das bewusst, um irgendwas zu erreichen. Junge, hör auf, Zeit zu schinden. Was ist da unten los? Was? Maul auf jetzt. Sofort. Ich weiß, ja. Du wärst nicht er der versucht, erst wegzurennen. Eisdecke. Treppe runter will er ja gerade, oder? Ja. Gut. Hilfen mal Reaktionen tischen. Ich? Ja, der Zauber braucht 3 Sekunden, bis er gewirkt ist. Oh, 4 Erfolge. Na gut, dafür musst du auch nur den Entzug würfeln. Aber schon eine Force, die du auch sonst benutzt hast, bitte. Also hättest. Ja, wahrscheinlich Force 3 oder so. Ich brauche ja keine große Eisdecke für den jetzt. Ach stimmt, das ist ja völlig irrelevant, glaube ich. Ich glaube, Force war Radius oder so. Also 3 sollst du schon machen, weil wie gesagt, er braucht 3 Sekunden und das macht das Abschätzen halt leichter. Eisdecke. Na, der würfelt halt mit Geschick und Reaktion gegen deine Netto-Erfolge. Oh. Hey, der hatte eine Chance, der Junge. Hä, meine Netto-Erfolge sind 4. Nee, also ich habe 4 Erfolge auf den Zauber. Also der hat ja überhaupt keine Chance. Und du hast richtig Schaden genommen, Alter. 2G. Hm. Beauty. Vielleicht rennt er die Treppe runter, rutscht aus und kracht mit dem Kopf gegen die Wand. Blutet leicht. Gut, ich gehe hinter ihm her. Pass auf, dass ich nicht auf dieser scheiß Eisdecke ausrutsche. Naja, die Treppe, du musst dir das vorstellen, die Eisdecke ist quasi wie wenn du Wasser auf Treppen kippst und dann gefriert die Scheiße. Und das ist Force 3, also ist das einfach Radius F, also 6 Meter. Im Wesentlichen, wenn du ganz oben stehst, kannst du keinen Schritt bis ganz unten machen, ohne dass du volle Blut auf die Fresse fliegen würdest. Dann muss ich den ja einfach erschießen. Warum? Warte doch erstmal ab, was da jetzt passiert. Der ist mit Sicherheit bewusstlos, oder? Nee. Echt nicht? Der würde jetzt extrem lange brauchen, bis er sich aufgerappelt hätte und würde dann ein paar Sachen doppelt sehen, aber der ist nicht bewusstlos. Ja, wenn er sich aufrappelt, dann schieße ich. Aber Schalldämpfer. Neben seinen Kopf. Nimm den Schalldämpfer. Hier wurde doch vorhin schon jemand erschossen. Ja, eben. Muss ja jetzt nicht noch mehr rumgeballert werden. Das wird die Bullen nicht interessieren. So 2 okay, Schüsse am Tag sind auch okay. Okay. Außerdem, bis er den jetzt aufgeschraubt hat. Junge, Junge, Junge. Eben. Na gut. Schön neben seinen Kopf. Du schießt neben seinen Kopf? Ja. Krasser Shit. Also neben ihm platzt ohnmächtiger Beton beiseite und spritzt ihm ins Gesicht und bestimmt infiziert sich jetzt seine Kopfwunde. So, außerdem hustet er. Sitzen bleiben, der nächste trifft. Ist aber jetzt nicht cool. Das finde ich auch. Was war das jetzt gerade für eine Nummer? So. Maul auf. Jetzt! Jetzt! Jetzt ist auch gefickt. Also, ihr könnt mich erschießen, aber vielleicht habt ihr mehr Chancen, wenn ihr das nicht macht, weil diese Humanis-Leute hinzukommen. Ihr müsst bestimmt mit Orks und Rassenverrätern nicht so gut umspringen, aber ich lege ein gutes Wort für euch ein. Vor allem für dich. Er guckt zu Kaban. Ich schieß.
ihm in den Bauch. Ach so, ja gut, okay, also dann spritzt Blut auf diese Eisdecke. Du musst das nicht würfeln, er ist tot. Also der wird jetzt innerhalb der nächsten 15 Minuten sterben. Und er stöhnt ordentlich auf. Jojo, du würfelst mal bitte Asken. Weißt du, was das Ironische ist? Ja, der wäre sowieso gestorben, weil er irgendwie todkrank ist. Nein, du hast durch deinen Zauber gemerkt, dass der Astralraum in Nordmoskau, ich würde nicht sagen, dass er schwurbelt, aber es gibt diese völlig normalen und naturbelassenen Veränderungen, die zum Teil quasi zyklonisch sich über die Welt ziehen. Du meinst die, die dafür sorgen, dass ich, wenn ich zaubere, überhaupt keine Ahnung habe, was am Ende dabei rauskommt? Die zum Beispiel. Und der, du bist jetzt am Rand, aber so ein Ding bewegt sich schnell. Na gut, außer dass, also Vlad hat ja die Fronten klar gemacht, wie das unter Umständen in Zukunft läuft. Das ist ja schon mal ganz angenehm und ich kann nur sagen, dass man sich in der nächsten Folge schon mal auf den dümmsten Kampf, den wir bisher hatten, einstellen kann. Nee. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Dings. Dinger. Genau. Dings, Dinger.